Was? Steh auf! Wieso sollte ich? Ganz einfach, weil du mich jetzt zum Haus meiner Freundin Marla trägst. Ich trag dich auf keinen Fall. Ich bin kein Pferd. Toll! Denn dann werde ich jetzt dieses Video posten, damit es die ganze Welt sehen kann. Ein Video? Wovon? Ihm. Wie er versucht, diesen Cup-Song zu singen. Das habe ich nie gemacht! Warum sollte ich das machen? Das habe ich nie gemacht! Guckt! Woher hast du dieses Video? Sie muss sich meinen USB-Stick gemobst haben. Möglicherweise. Du bist so böse. Piper, du postest dieses Video besser nicht. Tue ich ja auch nicht. Solange er mich zum Haus von Marla trägt. Niemals. I got my ticket for the long way round. Okay, fein. Kletter auf meinen Rücken. Auf, na komm. Zu langsam ist, tritt ihm in die Seite. Nein! Ah! Yeah! Yeah! Ich bin sowas von müde. Oh, hör auf, hier rumzujammern. Das waren nur 7 Kilometer. 7 Kilometer hin und 7 Kilometer zurück. Mir doch egal. Trag mich rauf in mein Zimmer. Ich sterbe gleich. Nicht hier im Haus. Wenn du unbedingt sterben möchtest, mach's gefälligst draußen. Ah! Henry! Was? Bist du oben im Badezimmer gewesen? Hast du Make-up im Gesicht? Du hast mein schönes Handy ins Klo geworfen. Oh. Sorry. Sorry? All meine Nachrichten und Fotos sind futsch. Und mein Video von Jasper. Ich bin Jasper. Du weißt, wenn Mom sieht, dass du ihr Make-up benutzt, wirst du echt Ärger bekommen. Mom wird das nie rausfinden. Und wo willst du hin so aufgebrezelt? In einen Club mit meinen Ladies. Welchen Club? Club 11. In den Club 11 darfst du nur, wenn du mindestens 10 bist. Ich bin heute Abend sogar 11 Jahre alt, siehst du? Das ist nicht dein Büchereiausweis. Das ist Mindy Flavins. Da, ich hab ihn ja abgekauft. Du kannst nur hoffen, Mom und Dad finden das nicht raus. Oh ja. Na, wer hat jetzt Oberwasser? Wie bügelst du das aus? Das mit meinem kaputten Handy. Das kann warten, ich muss zu Charlotte. Henry! So was. Zu blöd, dass das Video von mir futsch ist. Weil ich das Video von dir nämlich nicht verlieren werde. Was laberst du wieder? Ich wette, deine Mom und dein Dad sehen dich liebend gern so aufgebrezelt, vollgeschmiert mit Make-up, mit einem falschen Ausweis rumwedeln, auf Clubtour mit deinen Ladies, voll hinter ihrem Rücken. Jetzt wirst du all das tun, was ich dir sage. Ich möchte so gerne Mitglied in deinem Club werden. Also esse ich jetzt eine volle Schüssel mit Haarsuppe. Hi, ziemlich cooles Video, ha? Ist ein unglaubliches Video. Wir haben es bestimmt schon 20 Mal abgespielt. Cool, und wo kann ich sitzen? Auf deinem Hintern. Auf meinem Hintern. Ist ein guter Witz. Yeah. Willkommen bei den Manfans, Piper. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hey! Ich bin die Präsidentin der Manfans und ich bestimme, wer aufgenommen wird und wann. Haben das alle gerafft? Ja. Aber du hast doch gesagt, wenn ich ein Video schicke, in dem ich Haarsuppe esse, werde ich in den Club aufgenommen. Hab's mir halt anders überlegt. Aber ich hab Haare gegessen. Na und? Was danach in meinem Magen los war, willst du, glaube ich, nicht wissen. Mir egal, wenn du Mitglied werden willst, wirst du uns ein Selfie vorlegen müssen. Von dir zusammen mit Captain Man.
Aber wie soll ich das machen? Wo finde ich Captain Man? Ein echter Man-Fan spürt ihn auf. Richtig, Leute? Von mir aus. Ich bin mehr als ein echter Man-Fan. Natürlich werde ich ein Selfie mit ihm auftreiben. Klasse. Dann hau ab. Ich haue sowas von ab. Siehst du das? So viel Zeit gebe ich dir, um mir ein Selfie von dir und Captain Man zu bringen. Sonst nehme ich dich niemals auf bei den Man-Fans. Aber... Hey, Pipes. Ist alles okay? Ja, ich bin nicht traurig. Und jetzt halt die Klappe. Ich hab dich reden hören mit der von den Man-Fans. Aber woher kriege ich jetzt so ein dämliches Selfie mit Captain Man? Okay, hör zu. Ich habe online was gelesen. Offenbar kommt Captain Man heute zur Galaxy Wars Premiere. Wirklich? Wo online? Die haben es schon runtergenommen, aber da stand, er kommt da heute Abend hin. Warte. Wie komme ich an ein Ticket? Charlotte hat eins übrig. Ich frag sie, ob sie es dir gibt. Wieso bist du so nett zu mir? Naja, du bist meine kleine Schwester und ich lieb... Ach Mann, jetzt halt den Mund. Am besten, ich brech dir erst den Arm und dann werde ich allen den Film versauen. Los, nimm deine Griffe von Kid Danger! Ah! Spoiler. Was ab jetzt, Spoiler? Hab ich schon gesagt. Oh. Kid Danger? Krieg ich eine Umarmung? Geht leider nicht. Ich muss mich dahin stellen. Zisch ab! Captain Man, ich bin Paula Macchiato, die Präsidentin von eurem Fanclub, den Man-Fans. Ich bin der Wahnsinn. Ja, ich hab schon von dir gehört. Wie ist denn dein Name, Kleine? Piper Hart. Weißt du nicht mehr? Du hast mir mal ein Alien von der Backe geschossen. Oh ja. Weißt du, Piper Hart, du warst extrem tapfer, als du gerade mit diesem Glimmerstab den Spoiler zu einer Flunder geschlagen hast. Danke, ich fand's super. Und du? Du hast nur rumgehockt wie ein Haufen gar nichts. Aber ich wollte ja was machen. Aber ich wollte ja was machen. So hörst du dich an. Und jetzt mache ich Captain Man dich, Piper Hart, zur neuen Präsidentin der Man-Fans. Ich will nur sofort nach Hause. Wieso? Du kannst super stolz auf dein Projekt sein. Projekt ist ein peinliches Etwas. Unsinn. Ich finde, es ist ein süßer kleiner Vulkan. Oh, bitte. Was? Sieh dir Jenna Tetrazinis süßen Vulkan an. Wow. Sie hat echt Talent. Das hat sie nicht. Da, ihr müffelnder Dad baut ihre Projekte immer für sie. Egal, ich finde, dein Vulkan ist genauso schön. Ach, du bist so ein Dad. Na komm, wir testen ihn nochmal. Nein. Hör zu, ich bin der Erwachsene und ich sage, dass wir den Vulkan nochmal testen. Ich bin wirklich stolz auf dich. Und für Piper Harts Projekt geben wir die 3. Hey, du bist auf dem 3. Platz. Nein, Dad, ich habe nur 3 Punkte gekriegt. Von wie vielen? 3 von 100! Oh, oder so. Och, Piper, komm schon, hübsch lächeln. Lächeln.
Hey, Piper. Was gibt's? Jenna. Du hast für deinen Vulkan 3 bekommen. Ich schätze, das ist besser als nur 2. Ich hab meinen wenigstens selbst gemacht. Denn ich hab nicht meinen miefigen Vater dafür abkommandiert. Toll, dann bist du ein Loser. Und das schaffst du ganz alleine. Das reicht. Sie hat mich Loser genannt! Sofort, ignorier sie einfach! Ja, Piper, hör auf deinen dämlichen Dad! Sie sagt, ich wäre dämlich von dir! Lass ich mir das nicht gefallen! Ignorier sie einfach! Du hältst mich für dumm? Ich hab einen Fallensabschluss! Ich zeig dir, was dumm ist! Hörst du auf! Hey, hey, da kommt Piper! Seid bloß ruhig, sonst trötet sie wieder mit der Tröte! Oh Gott. Schnell, sie kommen, sie können setzen! Okay, mal alle still sein, Leute! Aber wir waren doch schon super still. Okay, das Captain Man Fan Meeting ist eröffnet. Der erste Punkt auf der Tagesordnung. Jasper, was machst du hier überhaupt? Ja, du bist kein Man-Fan. Naja, ich dachte, ihr seid verrückt nach Captain Man und Kid Danger, dass ich euch mal das ein oder andere erzähle. Wir sind Experten, was Captain Man und Kid Danger angeht. Ja, also was weißt du? Ach, nun ja, so einiges. Oh, wusstet ihr schon, dass Captain Man seine Fritten immer nur heiß isst, aber sein Ketchup kalt. Woher weißt du das denn? Ich habe meine Quellen. Oh, und ich denke, ihr wusstet nicht, dass Kid Danger hinterm Rücken die Ellbogen zusammenbringen kann. Oh, ist ja Wahnsinn. Das kann mein doofer Bruder auch. Hey, ich sprach aber über Kid Danger. Du bringst deinen Bruder ins Spiel, nicht ich. Ich habe nichts gemacht. Okay. Gut, reden wir über Captain Mans Lieblings... Benny, geh an die Tür. Ja, Frau Präsidentin. Oh, hallo. Ich komme von Babaloo Ballons. Es ist dein Mann. Danke. Hi, was wollen Sie? Nun, jemand hat Ballons für das Captain Man Fan Meeting bestellt. Hey, hat hier irgendwer Ballons bestellt? Ich nicht. Ich weiß nicht. Nein. Entschuldigung, aber oh, wenn Sie schon mal drin sind. Wohlan! Zeige dich! Es klemmt. Was soll das heißen? Es... Oh, verflixt! Heute Morgen ging sie auf. Hol mich hier raus! Sind Sie nicht Schwester Kohort? Schwester Kohort? Die Assistentin von... Dr. Yamaka! Minyak! Mein Name ist Dr. Minyak! Haut ab, der ist gefährlich! Schnell raus hier! Ihr bleibt hier. Los, hinsetzen. So ist's brav. Wollt ihr jetzt mal sehen, was Dr. Minyak vollbringen kann? Kennt ihr Helium? Nö, keine Ahnung. Was soll das wieder sein? Ja. Was passiert wohl, wenn ich mit meinem Heliometer den Ballon heliometisiere? Ein Ballon, der mit was gefüllt ist? Hä? Helium? A und O. Okay, warum sind Sie hier? Ist das nicht offensichtlich? Ihr werdet unsere Geiseln sein. Was, Geiseln? Piper, ruf Captain Man. Ja, oh ja. Rufen wir Captain Man.
Was sollte das denn jetzt? Ich dachte, wir machen hier High Five. Was? Nein, ich will telefonieren. Gib mir mein Telefon. Es ist in deinem Mantel. Nein, ist es nicht. Wenn es in meinem Mantel wäre, würde ich es ja wissen, denn ich würde es spüren. Ist es deinem Mantel? Halt die Klappe! Oh Mann, das glaube ich einfach nicht. Oh nein. Ich hatte nur vor, die Haare ein bisschen zu schneiden, weil ich als Fresno Girl zu Halloween gehen wollte. Der Traum aller Jungs. Aber dann ist mir aufgefallen, dass die rechte Seite ein wenig länger war als die linke. Und dann habe ich rechts auch noch was abgeschnitten. Aber viel zu viel. Und das wollte ich links wieder ausgleichen, aber das war auch zu viel. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Hier ist nichts mehr schief. Ich sehe doch ganz furchtbar aus. Und zu meinen besten 50-Plus-Punkten gehören die Haare. Hey, Charlotte, hier ist Henry. Du musst zur Arbeit kommen und zwar sofort. Code Red. Kapiert. Hey, wir müssen zum Junken Stuff. Code Red. Ich wiederhole nochmal. Ja, okay, Code Red. Wir sind schon unterwegs. Na los, komm. Oh nein, mit den Haaren werde ich auf gar keinen Fall rausgehen. Aber du hast es doch gerade gehört. Code Red. Ja, es ist Code Red. Und Mom und Dad wollen, dass ich auf dich aufpasse. Wir müssen los. Ich gehe aber nicht mit, verstanden? Okay, ist gut. Alles klar, hör zu. Es gibt Perücken im Junken Stuff. Okay, wir gehen zum Junken Stuff, holen eine Perücke und dann siehst du so gruselig aus wie die... Sieht nicht gruselig aus, du Blödmann. Sie ist super hübsch und sie hat Fresno-Bräune. Wie sehe ich aus? Alles ist besser als vorher. Kein Wunder. Hey! Na, du hast mich doch gefragt. Okay, und habt ihr denn noch alle Spaß? Ja! Klasse! Was verdammt nochmal ist hier eigentlich los? Wie ist dein Name, meine Kleine? Piper? Hallo, Piper! Und sei willkommen in meiner schönen Welt! Was meinst du mit deiner Welt? Ich sag's dir, Piper. So, pass auf. Schon unglaublich lange, da lebe ich ganz allein in dieser wundervollen Welt. Ich bin immer einsam gewesen. Doch dann, und zwar gestern, da öffnete sich auf einmal dieses Tor von eurer Welt in meine. Dadurch kann ich endlich Freunde in meine Welt holen. Ja. Ich will aber nicht in deine Welt. Ich will lieber in meiner Welt sein. Was fliegt denn hier immer durch die Luft? Rate. Zuckerwatte? Ja, genau. Hier schneit es die ganze Zeit Zuckerwatte. Und diese Bank da vorne ist aus Karamell. Man beschmiert sich zwar damit, aber es schmeckt wirklich gut. Wieso hast du mich denn entführt, wenn es hier so wunderbar ist? Oh, tut mir leid. Ich dachte, dir würde es hier gefallen. Aber wenn du wieder in deine Welt willst, dann geh einfach durch das geheimnisvolle Portal. Nein, bleib lieber hier. Die Party hier ist echt KUF, also das heißt total krass und fun. Oliver? Happy Halloween. Was hast du für ein super Kostüm? Ich bin ein Fresno Girl. Keiner wird wissen, wer das ist. Ich bin eine First Lady von früher, Barbara Bush. Ich werde verschwinden. Hey, hast du Lust auf was Süßes? Ja, ich werde dich ansehen, dann habe ich hier Süßes genug. Okay. Wo gehen Sie nur hin? Vergiss nicht zu lachen. Vielleicht sollte ich umdrehen. Oder ich krabbel einfach weiter. Ah!
Nein, bin ich nicht. Ich meine, nein, ist er nicht. Ich meine, nein, sind wir nicht. Wer ist dein Bruder? Der ist bestimmt ganz toll, aber der ist nicht ich. Du solltest gehen. Und Sie müssen Henrys Boss von Junkenstuff sein. Ja, genau, der bin ich. Du hast eine schlaue Schwester, Henry. Alter! Ja, das ist dein Bruder. Ich bin sein Boss. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin gleich wieder da. Moment, wie kannst du da so ruhig bleiben und wo gehst du hin? Wer weiß noch alles davon? Weiß man das? Nein. Weiß Dad das? Nein, und nein, sie wissen's nicht, okay? Du darfst nichts erzählen. Du darfst niemandem davon erzählen, weil es nämlich keiner weiß. Henry, du und Ray müsst aufhören im Pausenraum. Charlotte! Piper? Du hast gesagt, dass es sonst keiner weiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß von gar nichts. Ich wach gerade auf und stelle fest, das ist nicht mein Zuhause. Wo bin ich? Okay, na gut, Charlotte weiß es und sie ist eine miserable Lügnerin, aber sonst weiß es keiner. Hey, Henry, der Paketdieb war dein Dad. Hi, Piper. Zieht euch meine gefakte Augenbraue rein. Oh Mann, was macht Piper hier? Jasper weiß es auch? Okay, ja, Jasper weiß es und Charlotte auch, aber das sind alle. Auf die Röhre! Das ist unser neuer Nachbar aus Deutschland? Naja. Denn der sieht auch aus wie unser italienischer Kellner. Ja, also, witzige Geschichte. Und wie der Kerl, der durch unsere Decke krachte und auf den Kopf landete. Ja, er war jeder von denen. Okay, und bestimmt auch noch ein paar andere, an die ich mich jetzt nicht erinnere. Warte kurz. Was ist Schwartz? Deine Schwester ist in der Menüle. Ich glaube, dass sie mich gesehen hat. Ja, ich weiß, dass sie dich gesehen hat. Komm sofort zurück. Klick. Klick. Sehr gut, alle sind hier. Hat sonst noch jemand Geheimnisse, die er Henrys kleiner Schwester anvertrauen will, bevor ich den Spaßstab anstelle? Wow, wow, wow. Was ist ein Spaßstab? Oh, guck dir doch einfach den Lauf an, dann zeige ich's dir. Alter, du kannst nicht einfach ihr Gedächtnis löschen. Ja, stimmt, dafür brauche ich einen Gedächtnislöscher. Wo finde ich wohl einen? Oh, sieh nur, hier ist einer. Niemand wird sich an meinem Gedächtnis vergreifen. Ich denke, das sehe ich anders. Weg von mir, es muss einfach sein. Lass ihn los. Alles okay? Sind deine Erinnerungen weg? Ich glaube nicht. Sind deine weg? Mir geht's gut. Ich weiß, wer ich bin. Und wie geht's dir? Es geht mir gut. Aber wer seid ihr überhaupt? Henry? Ja? Steig schon in die Kapsel. Ich steige. Na dann, Leute, schön cool bleiben. Wir haben eine wichtige Aufgabe und ich will, dass er in 45 Minuten sein Gedächtnis zurück hat. Nein. Los geht's, Leute. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Ja, wir haben eine Mission. Nicht du. Entschuldigung, wie bitte? Du gehörst nicht zum Team. Aber du schon. Ich gehöre zum Team. Yo, 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 was ist mein Job, Henry? Du fährst Piper nach Hause. Was? Kriege ich einen neuen Job? Jasper fährt dich nach Hause. Wieso? Ich möchte auch wissen, wieso. Du gehörst nicht zum Team, Piper. Du hast ihm das Gedächtnis gelöscht. Und ich will, dass du gehst, damit ich es korrigieren kann, okay? Geht. Ist nicht meine Lieblingsmission. Oh. Behalte das alles für dich, okay? Wir reden nachher. Hey, willst du eine lange Story hören, wie ich rausfand, dass Henry Kid Danger ist? Nein. Alles ist irgendwie passiert. Und welche ist Pink? Sag mir wo. Nenn mir eine Ecke. Links, rechts, unten es oder... Es ist die da! Das ist Pink! Piper? Piper? Henrys Schwester? Wieso sind Männer so schlecht mit Farben? Habe ich recht, Charlotte? Ja. Was hast du hier zu suchen? Was hat sie da zu suchen? Ja, was hast du hier zu suchen? Naja, ich bin Jasper losgeworden, kam zurück zur Manhöhle und schlich mich an Bord. Dieses Schiff ist total mega. Machst du andauernd solche Sachen? Nicht andauernd, aber etwa einmal die Woche. Ich passe es nicht, dass du hier bist. Du gibst Jasper den Auftrag, mich nach Hause zu bringen. Was hattest du denn erwartet? Leute? Du bist nicht dafür ausgebildet, Piper. Das ist nicht in Ordnung. Oh, aber du bist es, ja? Oh, ja, das ist es. Ist es in Ordnung, seine Familie anzulügen? Oh, ja. Du findest nicht meine Was pinke meinst du? Taste. Oh, woher soll ich wissen, welche pink ist, Piper? Also, die sind alle pink. Die da ist pink. Die da ist pink. Hey, ihr zwei! Was? Ihr seid beim Hippocampus. Und Bremse ziehen. Nein, Piper, tu es nicht. Nein. Sie haben das Ziel erreicht. Woher wusstest du?
Body. Ich weiß, was eine Notbremsung ist. Ich habe einen Führerschein. Ist mir bekannt. Wir verstehen. Zucker, ich weiß das. Schwartz, das muss ich doch irgendwie reparieren lassen. Ja, das geht, aber dafür müsstest du aus der Kapsel steigen und den Schlauch wieder reinstecken. Alles klar, wie machen wir das? Henry, jetzt zieh den Anzug an und kletter aus der Kapsel. Ja, klar. Naja, ich passe da rein. Nein, du gehst nicht aus der Kapsel raus, Piper. Ende der Geschichte. Ja, diese Geschichte ist lahm. Ich gehe da jetzt raus. Nein, wirst du nicht. Schwartz, kann ich die Kapsel irgendwie ohne den Anzug verlassen? Ja, na klar kannst du. Schön. Aber dabei wirst du draufgehen. Da! Henry, dann lass deine Schwester rausgehen und die Leitung reparieren. Nein, das ist zu gefährlich, okay? Ich bin der Sidekick und ich riskiere mein Fertig. Leben. Fertig! Was? Hab's repariert. Lass uns fahren. Hast du im Ernst den Schlauch repariert? Das wäre beeindruckend. Leiten Sie mich schnell hier raus, Schwartz! Okay, ihr habt nicht genug Zeit, um zu Rays Ohr zu kommen. Ihr müsst durch ein anderes Loch raus. Aus dem, was riecht. Oh, ganz sicher nicht. Ja, dazu sage ich eindeutig nein. Ich meine doch seine Nase. Oh ja, durch Nasen zu steuern könnte ich den ganzen Tag. Pick up, wenn ich es sage, dann könntet ihr es schaffen. Verstanden. Okay, rutsch rüber, Piper, ich übernehme. Links! Rechts! Links, rechts, links, rechts, rechts, rechts! Das macht Spaß! Links, rechts, rechts! Und jetzt stopp! Apropos hier weggehen. Oh ja, wir sollten gehen. Du gehst auch nach Dystopia? Nein. Ich setze die Idioten da am Flughafen ab und dann fliegen Schwartz und ich per Helikopter nach Florida. Hurricane Piper trifft auf die Küste, Leute. Ja! Peace. Und ich kann's nicht oft genug betonen. Spione. Ich schlag vor, wir sagen einfach Jasper, dass ich Kid Danger bin. Das war charmant. Nein! Nein, 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 nichts da! Und wieso nicht? Was kann schon als Schlimmstes passieren? Das Schlimmste wäre, wenn Jasper es überall rumerzählt und dann alle Welt weiß, dass Henry Kid Danger ist. Dann werden üble Typen ihn verfolgen und rausbekommen, wo die Manhöhle ist. Dann wissen sie, wie sie an uns beide rankommen und können den ganzen Laden in die Luft jagen. Und dann werden sie rausfinden, wo Henry wohnt und das bringt ihn und seine ganze Familie in gewaltige Gefahr! Okay, aber abgesehen davon... Niemand, weder Jasper noch irgendjemand sonst darf erfahren, dass Henry Kid Danger ist. Und wenn ich verspreche, dass er das Geheimnis für sich behält? Du kannst es nicht garantieren. Na schön, wieso testen wir da nicht einfach Jasper? Dann wissen wir es. Ja, gut. Wovon redet ihr hier bitte? Wir erfinden ein spannendes und sagen wir mal pikantes Geheimnis. Ja. Und wenn Jasper das dann während einer ganzen Woche für sich behält, wissen wir können ihm vertrauen. Was sagst du? Okay. Aber ich darf mir das Geheimnis ausdenken. Klar. Deal, warum nicht? Na schön. Und welches Geheimnis verraten wir ihm? Dass du und Henry, dass ihr beide ein Liebespaar seid. Wer von uns fängt an? Du fängst an. Nein, du fängst an. Ich will nicht anfangen. Das ist mein Haus, ich mach die Regeln. Wieso fragst du überhaupt, wer anfängt, wenn du willst, dass du ich anfange? Du willst doch nicht ernsthaft, dass ich anfange. Erwartest du, dass ich diesen Kopf... Hey, Leute. Hey, hallo, Jasper. Wieso habt ihr mich zum Essen eingeladen? Was heißt denn hier wieso? Freunde brauchen keinen Grund, um einen Freund zum Essen einzuladen, stimmt's? Schätze schon. Allerdings haben wir sehr wohl einen Grund. Es gibt einen Grund. Aber zuerst, guck mal, dein Lieblingsessen. Erbsen und Fischstäbchen. Ja, setz dich. Also, es gibt da was wir beide dir unbedingt erzählen wollen. Aber zuerst musst du uns versprechen, du musst uns schwören, dass du dieses Geheimnis niemandem verraten wirst. Keine Sorge, ich kann Geheimnisse wahren. Kannst du? Ja, ich habe Charlotte nie erzählt, dass du ihren Goldfisch umgebracht hast. Was? Du hast das gerade nicht gesagt! Du hast Nemo umgebracht? Hey, nicht abschweifen! Okay, und jetzt wollen wir dir ein Riesengeheimnis verraten. Aber du musst unbedingt schwören, dass du es keinem verraten wirst. Wirklich niemandem. Ich schwöre es, bei Nemos Grab. Red nicht immer wieder über Nemo. Ich glaub's einfach nicht, du hast ihn ermordet. Ich hab ihn gekritzelt, da bekam er einen Herzinfarkt. Es war nicht meine Schuld.
Charlotte und ich, wir beide sind ein Paar. Du? Sie? Du und sie? Du und er? Na! Was? Es ist wahr. Ihr habt Dates und so ein Zeugs? Ja, genau. Wir sind super verliebt. Wow! Das heißt, ihr küsst euch und sowas? Mhm, klar tun wir das. Wir küssen uns dauernd. Kann ich's mal sehen? Weißt du, wir können uns im Moment nicht küssen. Wieso nicht? Henry, bring mich sofort zum Munddoktor. Klar, Baby! Wartet, Leute, es ist abends, da haben alle Ärzte geschlossen. Nicht vergessen, du hast versprochen, es keinem zu verraten, dass wir beide ein Paar sind. Okay, aber wohin willst du, Charlotte, Dad? Es wäre total cool, wenn ich auch unzerstörbar wäre. Weißt du was? Ich sage, es geht sehr wohl, dass wir dich unzerstörbar machen. Und wie? Ich habe eine Theorie. Komm, ich erzähl's dir, Robin. Cool. Hey, Char, gehen wir. Nein. Charlotte? Ich will nicht, dass ein Gesicht aus deinem Bauchnabel spricht. Willst du nicht wissen, warum ich glaube... Ich kann dich nicht hören! Blubbidi, 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 blubbidi. Seht ihr, damals, als Ray in den Vollverdichter geraten ist, war er noch ein Junge. Genau wie Henry, er ist auch ein Junge. Richtig, richtig. Und die anderen drei, bei denen es dann nicht geklappt hat, sind Erwachsene gewesen. Ja, das sind sie gewesen. Jetzt sind sie Mutantenfreaks. Charlotte, also wirklich. Ich setze mich nicht neben dich in der Schule, wenn immer wieder Arme aus deinen Ohren kommen und dich ins Auge pieksen. Hör zu, ich kenne die alten Security-Tapes. Nicht nur, dass Ray noch ein Junge war, als er vollverdichtet wurde. Ihr müsst wissen, er war auf einem Skateboard. Ein Skateboard? Du weißt schon, ein Board, das so gezwirbelte Räder unten dran hat. Was, gezwirbelte Räder? Er meint ein Skateboard. Ja, Skateboard. Klar, verstehe, er hat sich bewegt. Ja, also, ich glaube, wenn wir dasselbe neu erschaffen, dieselbe Bewegung mit einem Jungen, der kein Erwachsener ist, so wie Henry, wird die Maschine dasselbe machen wie bei Ray, als er noch ein Junge war. Was meint ihr dazu? Ich sage, wir versuchen es. Ja, 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 toll. Ich bereite die Maschine okay. vor. Okay, Char, gehen wir. Nein. Komm schon. Wenn das funktioniert, dann bin ich der beste Sidekick, den ein Superheld je hatte. Und wenn's nicht funktioniert, wachsen dir am Ende ein paar Augen aus dem Hintern. Viel Spaß auf dem Klo. Nee, Schwartz ist ein Genie. Er denkt, es klappt. Dann geh und spiel mit Schwartz. Ich bleib auf diesem Stuhl sitzen. Mann, ich sollte mich nur auf irgendwas setzen, was nicht rollt. Okay, Henry, bist du soweit? Ja. Gibt's noch eine Chance, dass ich euch das ausrede? Nope. Okay, Henry. Und jetzt darfst du nicht vergessen zu sagen, hey Daddy, Daddy, wow! Hey Daddy, Daddy, wow, geht klar. Okay, Background. Und Action! Hey Daddy, Daddy, wow! Geht's dir gut? Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich meine, fühlt sich an, als ob mein Körper in Flammen steht. Aber auf eine gute Weise. Verstehst du? Glaubst du, du bist unzerstörbar? Keine Ahnung. Am besten wir testen es. Au! Hat das wehgetan? Was denn sonst? Du hast mir einen Schläger auf den Kopf gehauen. Hey! Jetzt tut's nicht mehr weh. Wirklich nicht? Keine Beule, keine Platzwunde, kein Puckern? Nope. Und keine Nebenwirkungen? Nope. Es geht mir gut. Yeah. Oh mein Gott, du bist unzerstörbar. Yeah. Oh, oh. Yeah. Wir haben's geschafft. Oh, schnell, sag Miss Ray. Oh nein, nein, erst in der Musikshow. Oh, ich weiß was. Wir kommen morgen früh wieder und Schwartz brät mir einfach eine über. Direkt vor Rays Augen. Toll, klasse. Das ist gut. Hey, hey.
nicht. Nur zum Spaß. Zeig's mir. Bess. Hi, Tante Sharona. Oh, hey, das ist sie. Noel, das ist Henry. Du wirst die Tage bei ihm pennen. Hi, hey, echt cool, dich kennenzulernen. Du kannst bei mir wohnen. Was? Ja, was sagst du? Du kannst bei mir wohnen. Ich meine, du brauchst warte, was, sie wohnt bei mir. Kannst. Und ich habe keine Katzen oder Nüsse. Hab ich auch nicht. Also, Miss Shapen, bei mir ist das hey, total... Hey, wer hat die falsche Zahl genommen? Ich habe die falsche Zahl genommen. Sie wohnt bei mir. Richtig, Noel? Ich danke dir. Oh Mann, das ist erbärmlich. Oh, Charlotte, gehst du jetzt endlich in dein Klassenzimmer? Aber ich... Schon verstanden, ihr seid allesamt verrückt. Ja, echt, allesamt verrückt. Du weißt genau, ich hab recht. Ich weiß, du langweilst mich. Komm schon, du hast meine letzte Freundin zum Fenster rausgeschubst. Okay, aber nur, weil sie Charlotte gejagt hat. Sie hat versucht, sie umzubringen. Ja, ja, ist ja gut. Worum geht's bei eurem Wortgeplänkel? Okay, wenn zwei, die Kumpels sind, auf dasselbe Mädchen stehen, welcher kriegt sie dann? Ja, welcher kriegt sie? Kriegt sie? Was heißt das denn bitte? Oh, ich denke, das heißt, welcher von beiden darf sie sich schnappen? Ja, wer darf sie haben? Ja, ja, für sich. Echt jetzt? Miss Shapens Nichte ist ein Mensch und nicht was, was einer von euch kriegt oder haben kann. Sie ist nicht eine Hälfte von einem Sandwich. Was sagt sie? Ich schätze, dass sie... Ich sage, ihr müsst sie beide nach einem Date fragen. So kann nämlich nur Elle entscheiden, mit wem von euch zweien sie gerne ausgehen möchte. Tut mir leid. Sie soll entscheiden. Okay. Das ist so albern. Also echt. Was? Habt ihr zwei etwa Angst davor, sie zu fragen, mit wem von euch sie ausgehen will? Ja, Angst. Nein? Nein. Nein, das bezweifle ich. Ich hab keine Angst. So also echt, ich ja, bin sowas Angst von ist sicher, was dass wir beide keine also Angst ehrlich. Haben. Du besorgst dir einen Baseballschläger. Nein, auf keinen Fall. Ich will jetzt Fisch einfach nur vergessen. Und diese blöde Klöpperei hat mir alles Piper eingebrochen. Aber du wirst doch da sowieso nicht mehr rauskommen. Und Kinder. Kannst du mir vielleicht mal verraten, was hier los ist? Klar. Wir bereiten dich jetzt vor auf deine Prügelei von euch zwei. Ah, richtig. Genau. Ach so, ihr habt den Kampf zwischen Bischbilski und Charlotte gemeint? Nein, von dem kann Ray nichts wissen. Habt ihr denn noch nicht die Nachrichten gesehen? Welche Nachrichten? Na, die hier. Und nun zum Schluss das Neueste aus der Swellview High School. Sagt, es gibt eine Prügelei, die sich wirklich sehen lassen kann. Und Bish hat sich ganz fest vorgenommen, ein Mädchen mit dem Namen Charlotte zu verprügeln. Kurz vor Unterrichtsbeginn am Montagmorgen. Wow. Oh. Aber ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen, wenn ich nicht kämpfen will. Ja, ich wusste schon, klar. Hey, keine Sorge, denn ich habe hier nur für dich die besten Personal-Kampftrainer engagiert, die völlig umsonst arbeiten. Und, wer ist der Mann? Tja, das ist Kevin. Kevin ist... Au! Was sollst du erst machen, wenn ich los sage? Ich kann dir... Au! Schluss damit! Schluss damit! Das sollte auf... Stopp! Auf. Kevin ist ein Straßenkämpfer. Und er setzt alle Dinge und Objekte ein, die er auf der Straße findet. Dinge und Objekte sind, glaube ich, dasselbe. Hey, nun sei nicht immer so ein Klugscheißer. Oh, sorry. Also, wir müssen alle zusammenarbeiten. Dann wird diese Biene eine richtig super tolle Kampfmaschine. Aber ich will doch Musik. Überhaupt... Das ist mein Love-Mix. Ich mach was anderes. Ein Pop-Zusammenschnitt, okay? Hey! Nein! Hey! Wie
Wieso werden mir die Augen verbunden? Na, damit du nicht super schnell reagierst. Und eins und zwei und anspannen und kick. Ja! Und los! Gut! Klasse! Alles gut? Nein. Alles gut. Sieben. Okay. Nein, nein, ich habe wirklich keine Lust mehr. Ja! Das war sehr gut. Gut, und was hast du bei Nummer 1? Bei Nummer 1. Was hast du? Ich hab B. Ich hab auch B. Ja, genau. Ich hab B. Aha, okay. Und was hast du dann bei Nummer 2? Nummer 2? Die ist ganz schön schwierig, habe ich recht? Mhm. Und was, na, was hast du denn bei Nummer 2? Ich hab G. Ja, natürlich. Ich auch. Ich hab, wie bitte? Ja, weil ich gleich gehe, wenn du nur von mir abschreiben willst. Das mache ich nicht. Und wieso lügst du mich auch noch an? Lass uns weitermachen. Also, was hast du denn bei Nummer 3? Pi. Ach, Blödsinn. Das ist die Abkürzung für Pinkeln. Was? Aber... Ach, Charlotte, hilfst du uns hier bitte mal mit dem Banner? Ja, natürlich, aber ich gehe vorher aufs Klo. Ich muss... Nein, nein, sofort. Verstanden. Naja, also gut, wenn Sie meinen. Nimm das Ende von dem Seil und kräftig zieh. Mach ich. Henry, sieh mal her. Hängt denn das Sorry gerade? Ja, alles okay. Hey, was machst du da? Du kannst doch nicht meine Hausaufgaben fotografieren. Was? Nein, nein, du irrst dich. Nein, nein, ich mach nur Selfies. Was? Gut, vielen Dank für deine Hilfe. Okay, gern. Ach, was tut Ihnen leid? Ach, das ist nur so ein Familiending, das machen wir immer. Ja, wenn mein Vater ein Bewerbungsgespräch hat, dann hängen wir das immer auf. Hey, ich bin mit den Aufgaben durch. Und? Wenn ich jetzt Englisch abschreiben dürfte. Also, ich gehe jetzt mal auf euer Klo. Kriege ich, deine englische Aufgaben, bevor du gehst? Oh nein, ich gehe jetzt pinkeln. Kann ich sie danach bekommen? Halt still. Ich muss das Ding doch irgendwie rauskriegen. Nee. Ich tue wirklich, was ich kann. Also halt bitte still. Hey, bitte beruhige dich. Ich hab's ja gleich, Charlotte. Deine Zähne sind ja perfekt. Das weiß ich auch. Schluss mit der Küsserei. Wir haben unten eine Krise. Was? Wir haben nicht geküsst. Ich wollte sie bloß von der Spange befreien. Ja, ich musste sie in den Mund nehmen und nun steckt sie fest. Hey, meine Spangendose. Wo habt ihr sie gefunden? Was? Das ist deine Spange? Wenn sie in dieser Dose war, dann ja. Eigentlich küsst du gerade mich. Grauenvoll, 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 grauenvoll. Und wo ist Otto? Henry, es gibt Was gibt's? Hey, hat Schwartz den Vogel schon geklont? Moment. Hast du's bald? Ich denk schon. Es dauert nicht mehr lange. Er sollte sich wirklich etwas beeilen, ne? Vogelschnüffelschlange ist unterwegs. Dann finden sie den Vogel und können hören, wie er sagt. Mondlandung war ein Fake! Hey, er sagt ja gar nicht mehr das. Henry, es gibt Danger! Verdammt! Warum kannst du denn Otto nicht aus dem Haus schaffen, bevor die mit der Schlange auftauchen? Na, weil um mein Haus hier stehen super viele Menschen rum mit Kerzen in der Hand. Und sie wollen für Pipers Weihnachtsparty spenden. Schickt einen neuen Vogel. Er hat gesagt, du sollst dich beeilen mit dem Klon. Okay. Also jedes Mal, wenn gesagt wird, beeil dich mit dem Klonen, passiert irgendetwas. Aber du weißt, wie es geht. Du hast das schon mal gemacht, oder? Ich habe mich mal selbst geklont, aber... Ich meine, ja, ich habe es selbst schon mal geklont. Verschiedene Dinge. Natürlich nicht mich. Hast du dich schon mal selbst geklont? Nein. So wie er gerade, nein gesagt hat, heißt das, dass er lügt. Das sehe ich genauso. Das langgezogene Nein ist doch der Beweis, dass er lügt. Beim kurzen Nein sagt er die Wahrheit, aber beim langen Nein ist es immer gelogen. Schön, der Klon ist fertig. Geht alles seinen Weg.
aus wie Otto. Ja, das ist der Punkt, Sweetie. Ist er wirklich genau wie der andere Vogel? Ja, so ziemlich. Er kann nur noch nicht sagen, Henry ist Kid Danger. Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Hey, jetzt ist die Vogelschnüffelschlange schon da. Tja, wir hatten ein kleines Problem mit dem Klon. Oh, aber der neue ist gerade fertig. Wir gehen gleich los. Warte mal, Augenblick. Was war mit dem ersten Klon? Schwarz hat gesagt, Henry ist Kid Danger. Und das vor dem Vogel. Henry ist Kid Danger! 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 Wir reden später. Was? Nein, nein, nicht auflegen. Ist das eine Gedenkwarte? Hast du dich verletzt? Nein, alles gut. Alles klar, aber pass bitte gut auf den Löwen auf. Komm, ich helfe dir. Nimm meine Hand. Los, hoch. Ich zieh dich rauf. Was soll das denn? Oh, das ist genau wie in meinem Traum. Welcher Traum? Will ich dir nicht sagen. Wow, wow, wow. Du darfst da nicht drin sein, wenn du kein Löwe bist. Und das bist du ja auch nicht. Okay, los, Charlotte. Kletter hoch. Ich zieh dich rauf. Nein! Wieso nicht? Na, weil du gerade vom Klo gekommen bist. Und du dir meistens danach nicht die Hände wäschst. Oh, widerlich. Ist das wahr? Hey, hey, hey. Wieso kletterst du auf dieses Holzgerüst? Ich rette mich hier selbst. Dass Löwen sehr gute Kletterer sind, weißt du aber. Ernsthaft? Ja, und sie können Angst riechen, also... Versuch's ihm nicht zu zeigen. Das machst du gar nicht gut. Ja, okay. Los, Charlotte, nimm einfach meine Hand. Was soll das? Ich will nicht von dir gerettet werden. Wieso nicht? Na, weil ich nicht von dir geküsst werden will. Was? Wieso sollte ich dich küssen? Ja, wieso? Geben Sie uns einen Moment. Gerade wo es interessant wird. Ich drehe mal meine Runde durch den Zoo. Warum? Wieso sollte ich dich küssen? Weil du es beinahe in meinem Traum getan hast. Weißt du noch, als du mich letztens in der Männhöhle geweckt hast? Ja. Da hatte ich einen Traum. Der war genau wie das hier. Nur nachdem du mich raufgezogen und gerettet hast, da... Du weißt schon... Küssten wir uns? Wir wollten es, ja. Ja, aber das war nur ein Traum, Charlotte, okay? Aber in diesem Moment wirst du gleich gefressen von einem waschechten, angstriechenden Löwen. Der hungrig ist. Seien Sie still. Entschuldigung. Es ist so, seit den Träumen fühle ich mich unwohl neben dir, weil ich mir diese Art nichts vorstellen kann. Ich auch nicht. Denk bitte an den Löwen. Aber warum habe ich dann immer diesen Traum? Ich habe keine Ahnung. Träume sind schräg. Okay, können wir uns bitte weiter unterhalten, nachdem ich dich von dem Sino, ein verdammter Löwe, gerettet habe? Versprich, dass du mich nicht küssen willst. Ja, ich verspreche es. Ich gucke auch weg, okay? Nimm jetzt bitte meine Hand. Ich gucke gar nicht hin, siehst du? Okay. Ich gucke weg, alles klar, bist du das? Okay, ist gut. Ich hab dich. Okay. Okay. Alles gut. Okay. Siehst du, alles gut. Und wir werden uns nicht küssen. Okay, Leute, jetzt wird geknutscht. Was? Nichts Nein. Wird passieren. Tut mir leid, dass es so komisch mit uns war. Das lag am Traum. Ach, ist halb so wild. Ich bin froh, dass alles wieder normal ist. Und du nicht gefressen wurdest. Ja, da hast du recht. Wie wär's mit einer Wette? Okay. Wenn ich jetzt nicht treffe, küssen wir uns. Was? Ups. Kannst du mir sagen, was hier passiert? Sei still. Ich bin gerade beschäftigt. Lippen! Was? Hast du gerade Lippen gesagt? Was? Nein, was soll das Wort bedeuten? Dir hängt ein Handy im Gesicht. Hm? Oh, ja, das ist, weil ich einen Anruf erwarte. Daher habe ich's im Gesicht. Also... Wo ist nur der Fahrstuhl? Henry, stürzt du mit dem Zeppelin ab? Ja, schätze schon. Wie läuft es in der Männhöhle? Mies, die Kettenreaktion ist nicht zu stoppen. Ja, dann haut ab.
Ich habe Drax mit der Drohne ins Gefängnis geflogen. Was macht der Zeppelin? Kracht gleich in den Mount Swellview mit Henry drauf. Was? Charlotte? Wenn ihr das nicht schafft, die Manhöhlen zu retten, haut ab. Ich krieg vielleicht mit dem Manhöhlencomputer Zugriff auf den Zeppelin. Nein. Drax hat das Kontrollpanel zerstört. Ihr könnt nichts tun. Haut ab. Ich lass dich nicht im Stich. Jasper, ihr müsst abhauen. Aber Henry. Sofort. Komm mit. Das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Was? Hast du diesen Guy Waldock geküsst? Nein. Sie hat mich geküsst. Oh mein Gott. Was? Du wirst unachtsam und lässt eine Kriminelle entwischen, weil sie zufälligerweise ein hübsches Mädchen ist? Ein extrem hübsches Mädchen. So, hab die Handschellen aufbekommen. Ray, tut mir leid. Ich hab wirklich versucht, die Waldocks zu fangen. Na schön. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Informationen. Wo ihr Versteck ist zum Beispiel oder wo sie als nächstes zuschlagen. Hat das Mädchen, das dich geküsst hat, nichts gesagt, was uns hilft, die Gang zu finden? Oder sie zu finden? Du triffst mich morgen Nacht, genau um Mitternacht. Direkt unter dem Swellview-Schild. Und komm alleine. Nö, sie hat nichts gesagt. Echt nicht? Du hast so ausgesehen, als ob du nachdenkst. Ja, worüber hast du nachgedacht? Hey, ich kenne auch nicht mal deinen Namen. Dann versuch ihn zu erraten. Kriegst einen Tipp. Ich heiße Veronica. Der Tipp ist ziemlich eindeutig, Veronica. Was soll ich damit? Los, wir verschönern das Worldview-Schild. Was? Nein, bist du verrückt? Bist du etwa wirklich ein Herbert? Ich bin kein Herbert. Das Schild ist Eigentum der Stadt und ich werde nicht zulassen, dass du damit was Illegales machst. Oh, du denkst, über irgendwas Illegales muss es gleich falsch sein? Ja. Ich bin Künstlerin. Die Waldocks sind Künstler. Magst du etwa keine Künstler? Doch. Aber warum soll ganz Worldview gezwungen sein, sich eure Kunst anzugucken? Warum soll ich gezwungen sein, mir Riesenreklametafeln für Zeugs anzugucken, was ich überhaupt nicht brauche? Wie Windeln und Anwälte. Vielleicht gibt's Anwälte, die Windeln brauchen. Keine Ahnung. Am besten wir küssen uns einfach. Ein Polizeihubschrauber? Du hast mich an den Kopf verpfiffen? Nein. Das war ich. Captain Man? Du hast gesagt, du wärst ich allein. Ich dachte, das wäre ich. Wie hast du mich gefunden? Ich bin dir gefolgt. Dann saß ich dort im Gebüsch und hab euch beim Küssen zugesehen. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber es ist mein Job. Captain Man, hier! Wir sind hier oben! Das weiß ich! Wir sind im Hubschrauber! Das weiß ich! Ach so. Du hättest nicht herkommen dürfen. Und du hättest mich nicht belügen dürfen. Einer von uns muss ja diese Stadt beschützen vor Abschaum wie ihr. Hey, du nennst sie nicht Abschaum. Abschaum? Sie ist kein Abschaum. Und du wirst sie nirgendwohin mitnehmen. Alter Mann. Wie kannst du es wagen? Du weißt, ich bin empfindlich, was mein Alter angeht. Ach, übrigens, ich bin erst 34. Und jetzt wandert sie ins Gefängnis. Hey, komm her. Finger weg! Lass sie in Frieden! Das war gar nicht gut. Vorsicht!
wollte dich ins Gefängnis stecken. Komm, wir müssen verschwinden. Aber der Hubschrauber hat Lichter. Die werden uns verfolgen. Es geht mir gut. Lichter kann man ausschießen. Daneben! Wie wär's, wenn du zielst? Oh, verflixt! Unser schönes Licht! Sag schon, wie fühlt sich's an, böse zu sein? Fühlt sich cool an. In den Röhren gab es ganz schöne Turbulenzen. Bereit zur Aktivierung. Na schön, Jungs und Mädels. Sagt für immer Bye-bye zu Henrys kleiner Schwester. Und dann begrüßt ein paar Konzerttickets. 3, 2, 1. Wartet! Worauf sollen wir warten? Naja. Ich will den Knopf drücken. Ja, ja. Dann beeil dich bitte, weil ich aufs Klo muss und zwar super nötig. Drück auf den Knopf, okay? Oh, hey, was, wenn sich die Konzerttickets in ihrer Tasche befinden? Ja, wenn wir Piper eliminieren, eliminieren wir vielleicht auch die Tickets. Das habe ich nicht bedacht. Ich weiß. Also gehe ich ihre Taschen abchecken. Und wenn Henry die Tickets findet? Gehen wir alle zusammen zum Hawkins-Konzert. Pow! Na schön, Henry. Du hast 30 Minuten. Hol dir die Tickets von deiner Schwester. Sonst verschwindet sie für immer. Und jetzt lasse ich mir die Haare schneiden. Aber ich habe schon 3 Freunde zu dem Konzert eingeladen. Und die anderen 4 Tickets habe ich Bedürftigen geschenkt. Wow. Was? Du bist so nett. Oh, nein, du bist nett, weil du sagst, ich wäre nett. Soll ich dir einen Kuchen backen? Ja, das fände ich toll, ey. Captain Man, du meine Güte, was für eine wundervolle Überraschung. Halt's Maul. Natürlich. Hey, ich dachte, du wolltest dir die Haare schneiden lassen. Wollte ich auch. Doch dann wurde mir klar, dass meine Frisur perfekt ist. Hast du dir die Konzerttickets geschnappt? Nein, noch nicht wirklich. Ich wollte... Tja, meine Kleine, du wirst zu einem Problem. Ja, ich verstehe schon. Tu einfach, was du tun musst. Soll ich für uns alle einen Kuchen backen? Du bist ein Weichei geworden, Kid Danger. Ich glaube, du brauchst eine doppelte Dosis Vitamin Faust. Lass uns lieber diskutieren. Hey, kleines, nettes Mädchen, hilfst du mir mal bitte? Das würde ich ja gern, aber ich habe mich ein Leben ohne Gewalt verschrieben. Na toll. Lass mich los! Nein! Okay, Leute, leider muss ich jetzt los. Warte, wo willst du denn hin? Ich kümmere mich um arme Leute. Was ist los mit dir, Kid? Du verhältst dich merkwürdig, seit du mit Charlotte die Röhre runtergekommen bist. Wieso? Ich kann's dir nicht sagen. Du erzählst mir jetzt sofort, was hier los ist, oder ich werde dir mit meinen Fingern das Gesicht zerquetschen. Okay, okay, okay. Ich bin nicht der Henry Hart, den du kennst. Was sagst du da? Ich bin aus einem verdrehten Universum, genau wie Charlotte. Und wir wollen nur wieder in unser Universum zurück, wenn du mir bitte nicht mein Gesicht zerquetscht. Okay. Ich liebe das. Was? Mich zu küssen. Mit meiner Süßen. Ja, hör mal. Es ist gleich 5:30, also rauf ich mal die Swirlview Bank aus, ja? Okay, Baby. Viel Spaß beim Ausrauben. Ja, werde ich haben. Ich liebe dich. Ja, das tust du. Sag schon! Charlotte! Ja, Henry? Wer
Er wird wohl zum attraktivsten Mann von Swellview gewählt. Zum attraktivsten Mann von Swellview? Ja. Hey, was ist mit deinem Dad? Ja, dein Dad ist heiß. Naja, also so habe ich das noch nicht gesehen, aber ihr habt durchaus... Wartet, Sekunde, Leute. Ja, was gibt's, Ray? Dürfte ich euch mal kurz erinnern, ich bin in den letzten 12 Jahren zum attraktivsten Mann von Swellview gewählt worden. Das Ding ist gelaufen. Naja, schon, aber inzwischen bist du alt. Ich bin alt? Ja, du bist doch inzwischen über 50. Hast du gerade das F-Wort benutzt? Hey, ich sag doch bloß, dass du... Ich bin 35, Henry. Das weißt du. Hey, sag's deine Haare. Also, naja, deine Haare fangen an auszufallen. Was hast du gerade behauptet? Hey, wo ist Gwen? Gwen ist sich umziehen gegangen, weil sie eine Bank ausrauben wird. Oder vielleicht will sie keine Bank ausrauben, sondern vielleicht trifft sie sich mit einem anderen Kerl. Nein, sie raubt eine Bank aus. Oder vielleicht trifft sie sich mit einem Kerl namens Robert Bank. Das ist dämlich, so heißt doch niemand. Oh doch. Mach dir nichts vor, Ray. Gwen will nicht dich. Sie will Robert H. Bank. Weißt du wieso? Ich wette, er sieht viel besser aus als du. Ganz unmöglich. Ja? Er ist bestimmt erst Anfang 30. Das reicht. Hörst du wohl auf? Ja, und ich wette, er kann fantastisch küssen. Oh, Gwen, dein Kuss schmeckt wie der einer Prinzessin. Deine Lippen sind weich wie ein Pfirsich. Ja. Es ist nicht meine Schuld, dass sie auf jüngere Männer steht. Ja, sowas, du bekommst ja graue Haare, du bist richtig grau, sie mag keine. Mach weiter, er ist immer noch nicht wütend genug. Ja, ich arbeite dran. Ja, hast du nicht... Na komm schon, du kannst das doch besser. Das ist so cool mit anzusehen. Hast du deinen Spaß, hast Freund? Oh, weiter! Ganz bestimmt. Backt Muffins für viele Männer. Was? Die backt ihre Muffins nur für mich? Oh Gott! Henry! Da kommst du auf. Mach schon, alles okay. Es geht schon. Ray, nein! Guck, es scheint zu funktionieren! Alles in Ordnung? Hey, 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 steh auf! Steh auf, Ray! Hast du was gesagt? Hast du uns? Was ist passiert? Ich war verliebt in so eine Frau. Gwen! Ja. Du hast einen Liebesmuffin von ihr bekommen. Ja, und dann habe ich dich richtig sauer gemacht, damit deine Gefühle von Wut die muffingesteuerten Liebesgefühle aus deinem Hirn verdrängen. Das ergibt Sinn. Wieso steckst du Schwotz in einen Eimer mit Hafer? Weil ich eben der Boss hier bin. Und der hat von blauen Chips gelabert und wie toll die sind. Die sind auch toll. Viel besser als diese ekligen roten Chips. Was hast du da eben gesagt? Oh, komm schon, Leute. Das ist sowas von dumm. Dumm? Wie kannst du nur sowas sagen? Ganz ehrlich, egal welche Chips gewinnen, es wird sich rein gar nichts ändern. Ich meine, wisst ihr noch, als sie diese Nacho-Käse-Chips rausbrachten und alle dachten, die würden die ganze Welt verändern? Und das taten sie nicht. Dann gaben sie uns Sour Cream and Onion. Nichts hat sich geändert. Dann Cool Ranch-Geschmack, dann Salsa Verde. Die erfinden alle 4 Jahre einen neuen, aufregenden Geschmack. Doch seht euch mal um, Leute. Nichts hat sich verändert. Yeah, darüber solltet ihr nachdenken. Ein Notfall. Ist ein Videoanruf. Mach, dass wir uns sehen. Warte, wir tragen keine Uniform. Ich werde doch nicht unsere Kamera anmachen. Denkt ihr, ich mache den Job das erste Mal? Nein. Hilfe! Bitte! Captain Man!
Hier spricht Captain Man. Beschreiben Sie Ihren Notfall. Ja, gut. Ich bin in Mount Svelvio hochgeklettert und dann kam eine Lawine und ich stürzte. Auf meinem Bein liegt ein dicker Fels und ich kann mich nicht bewegen. Da kommen gleich noch mehr Steine. Bitte helft mir, Captain Man, Kid Danger, bitte helft mir. Okay, keine Sorge, wir sind da in... Moment. Was stecken Sie sich da in den Mund? Oh, das ist ein blauer Frittelchip. Die sind so gut. Oh, und Sie wählen am Dienstag blau? Ja, ich denke schon. Oh, okay, dann retten Sie sich doch selbst. Was? Du willst also dem Mann nicht helfen, nur weil er blau wählen wird? Schon möglich. Ist gut. Okay, dann werde ich auch keinem helfen, der rot wählt. Wartet! Ihr könnt jetzt nicht die Leute hängen lassen, nur weil sie nicht die gleiche Chipsorte gut finden. Ach echt? Das war gerade ein leichtes, Charlotte. Ray Manchester! Oh, erwischt. Unser Job ist es, den Bürgern von Swellview zu helfen und sie zu beschützen. Und das bedeutet allen Bürgern. Ganz egal, welche Chipsfarbe sie bevorzugen. Mischt euch also gefälligst nicht in die Snack-Politik ein. Du bist nicht unser Boss, du hast uns sonst gar nichts vorschreiben. Was sagt ihr? Ray! Henry! Was? Was ist? Da ist jemand in die Frittelfabrik eingebrochen und hat eine ganze LKW-Ladung Frittelchips geklaut. Oh, welche Frittelfarbe ist weg? Die rote. Ja! Okay, dann muss ich euch wohl noch einen dritten Vortrag halten. Nein. Okay, du suchst diesen LKW, ich helfe dem Mann auf dem Berg. Ganz genau. Wir wissen nicht, welche Frittelchips-Sorte wir am Dienstag wählen sollen. Deswegen müssen wir es jetzt wissen. Ihr müsst was wissen? Für welche Chipsorte Captain Man und Kid Danger stimmen. Wir stimmen für das, was ihr uns jetzt sagen werdet. Ja, also bitte, das müssen wir wissen. Tja, also, wisst ihr, ich entscheide mich für die... Mischt euch gefälligst nicht ein in die Snack-Politik. Hey, entschuldigt, Kinder. Aber Captain Man und ich mischen uns nicht in die Snack-Politik ein. Deshalb müsst ihr wohl... Wählt rot! Was? Leute, wenn ihr mich mögt, Captain Man sagt, wählt die knallroten Rhabarber-Chips. Nein, das darfst du doch nicht. Wählt blau! Hör damit auf! Willst du, dass die blau wählen? Nein, ich hatte gesagt, dass... Ich sage, wählt die knallroten Rhabarber-Flintisch! Was geht lieber? Wieso gehst du nicht einfach und bist still? S-T-I-L-L, stimmen, okay? Darf ich? Wir erzählen, was ich darf oder nicht darf. Okay. Schon gut. Hey, hör zu. Nur weil ich dir ins Gesicht geschossen habe, heißt das nicht. Gefällt dir das? Okay, Leute. Nein. Er will es nicht. So, Mr. Frittleman. Er will es so. Okay. Na, wie war das? Okay. Sag Hallo zu meinem Frittelfreund. Direkt ins Auge. Na gut, so willst du also spielen? Das reicht jetzt. Jetzt reicht es? Ja. Dann stell ich kurz den Schalter um, wenn du denkst, dass es reicht. Hey, was du? Auf unserem Nordtrampolin springt Pro Force One. Yeah, Pro das Force sind One. Wir sind die coolsten Springer. Pfeffer und Bennett, das ist nur krass. So sind extrem. Jack, voll auf den Ball. Ist unser Ding. Wir sind die Kings. Yeah. Hi zusammen. Und auf dem Seetrampolin haben wir die Jumpin' Jaspers. Na dann, beide Teams. Ich will ein gutes, sauberes Match. Kein Spucken, kein Bälle klatschen, kein Nasebohren. Weicht aus! Wirf mir keinen Ball auf den Fuß! Du bist raus! Perplex! Piper ist weggeflogen! Jasper, guck! Was zum... Du bist raus! Thank you.
Piper, du hast ihn erwischt. Das zählt nicht, Alter. Sie war schon raus. Nein, war sie nicht. Sie ist nicht von dem Ball getroffen worden. Und ich hab nicht gesagt, sie wäre raus. Also habt ihr verloren. Du bist der mieseste Schiedsrichter, den es gibt. Das war eine Fehlentscheidung. Schiedsrichter, war nicht mal auf dem Teil von Ihnen. Schön, lass uns wetten. Ja, lass uns wetten. Ich bin dann im Team Henry. Und ich bin dann im Team Ray. Nimm das weg. Worum wetten wir? Um Folgendes. Wenn ich Piper zum Ausflippen bringe, müssen du und Charlotte einen Eimer voll ekelhafter, roher Kürbisinnereien verputzen. Und wenn du es nicht schaffst, Piper zum Ausflippen zu bringen, müssen du und Jasper einen Eimer voll widerlicher, roher Kürbisinnereien verputzen. Genau, und zwar in Badeklamotten. Was? Ich hab gesagt, wir tragen Badeklamotten, während wir... Klappe halten. Steht die Wette? Die Wette steht. Wow, Captain Man, was machst du denn hier, wo es doch hier gar nichts für dich zu tun gibt und du vielleicht besser wieder verschwindest? Ja, wieso bist du hier? Ja. Ja, du bist doch Präsidentin von meinem Fanclub, von den Man-Fans. Ja, stimmt. Vielleicht aber auch nicht. Was? Was meinst du damit? Ah, tut mir leid, aber die Präsidentin der Man-Fans darf nicht weniger als 1,45 Meter groß sein. Das ist sie! Ja, ich bin 1,45. Oh, sorry, Husten. Ja, weißt du was? Eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, war, du kannst nicht, wenn du 1,45 bist, Präsidentin der Man-Fans sein, was du aber bist. Also, sorry. Was? Das ist sowas von dumm. Hey, nicht meine Regel. Wessen dann? Andere Person. Das ist doch krank! Piper, dein Wutball. Hol den Ball, den Ball, nein! Den Ball. Ich bin gewählt worden zur Präsidentin der Man-Fans und zwar ohne Bestechung. Aber bestimmt, als du noch 1,43 groß warst, also... Ich quatsch dein Wutball für dich. Nein! Lasst gefälligst alle eure Pfoten von mir und meinem Wutball! Ich werde jetzt nicht ausflippen. Oh nein, ich habe nämlich gelernt, immer wenn ich ausflippe... Riech ich etwa Hummerbällchen? Wer ist dieser Mann? Piper hat ihr Halsband nicht mehr um. Piper, komm einfach her. Kein Grund, um jetzt auszuflippen oder so. Es ist alles... Kein Grund! Ich hatte ein Pony, das mir weggenommen wurde! Ich wurde bei den Man-Fans gefeuert, nur wegen meiner Größe! Und dann kommt so ein verrückter Mann, kracht durch unser Dach und futtert all meine Hummerbällchen weg! Aber du magst Jaspers neue Badehose! Ja, weißt du noch, du hast gesagt, sie macht dich glücklich! Na, dann ändere ich halt meine Meinung! Was? Hummerbällchen. Das geht mir gar nicht gut. Mir geht's gut. Du denkst, dass Henry lügt und überhaupt nicht krank ist? Ich weiß doch, dass er lügt. Ray Manchester, wie kannst du sowas sagen? Du denkst also, dass er die Wahrheit sagt. Natürlich. Und... ich denke, dass er lügt. Und darum werden wir das herausfinden. Was heißt das? Schwarz? Nein, tu mir bitte nicht nochmal weh. Ich habe einen Auftrag für dich. Und dafür wirst du dich verkleiden. Ist gut, ich werde mich verkleiden, okay. Ja, also du wirst dich in Henrys Haus schleichen. Und da installierst du ein paar Kameras und Mikrofone und damit wird er ausspioniert. Ach, wir spionieren Henry nach. Yep. Wow. Ist das Henrys Zimmer? Ja. Yep. Aber wieso seht ihr ein Video von... Warte! Na,
Na bitte. Seht doch mal, er ist ja gar nicht krank. Woran erkennst du das? Sieh ihn dir an. Er sitzt locker im Bett und macht es sich mit Chili gemütlich. Nein, das ist doch einfach nur eine braune Suppe. Das kannst du von da aus gar nicht sehen. Die ist dunkel und dickflüssig mit was drin. Ich weiß doch ganz genau, was Chili ist. Nein, das ist eine braune Suppe. Nein, das ist keine Suppe. Also wenn du nicht mal den Unterschied zwischen brauner Suppe und Chili erkennst, darfst du nicht mehr auf die Monitore sehen. Mann, Ray. Hey, du benimmst dich wie ein Kleinkind. Ich werde dir mal was sagen. Ei. Henry ist dein Sidekick und er weiß, was Verantwortung ist. Schön. Ja. Yeah. Und nun wieder zu Kid Faker. Ray, hör zu. Also Henry und ich sind die besten Freunde und zwar seit Jahren. Oh, was willst du damit sagen, mein Junge? Das soll heißen, dass ich es wüsste, wenn er nur krank machen würde. Ja. Jungs erzählen ihren besten Freunden immer alles. Ihre Gedanken, ihre Geheimnisse. Ja, genau. Du hast mir zum Beispiel erzählt, dass du in Martha's Vineyard warst. Du sollst nicht darüber reden. Du musst dir jetzt deine Brusthaare abrasieren. Was? Wieso denn? Weil wir dich verkabeln. Verkabeln? Ja, Schwartz wird dir ein Mikrofon an deiner Brust befestigen. Wow! Du triffst dich mit Henry im Parkway Diner. Und ich werde mich in der Nähe aufhalten. Gut, und was dann? Dann fragst du ihn über seine Krankheit aus. Und ich möchte wetten, dass er ein Geständnis ablegt. Ray glaubt nicht, dass du krank bist und hat dir Schwartz ins Haus geschickt als so ein Italo-Klempner. Und da hat er dann Kameras und Mikrofone installiert. Bei mir zu Hause? Ja! Den ganzen Tag spionieren Ray und Schwartz dich schon aus. Sie wissen alles. Und sie wissen auch von dieser braunen Suppe. Was? Aber das ist meine private braune Suppe, kapiert? Und Jasper wurde von Ray gezwungen, ein Mikro zu tragen. Ihr trefft euch im Parkway Diner. Da sollst du Jasper dann sagen, dass du gelogen hast. Aber ich bin krank. Warum sollte ich da... Was denn? Jasper ist verkabelt worden? Ja, und Ray wird auch im Diner sein und alles hören, was du sagst. Ah, okay. Wenn Ray also unsere Unterhaltung unbedingt hören möchte, dann wird ihn meine Geschichte aber sehr erfreuen. Du weißt, dass ich mich krank gemeldet habe. Ja? Okay. Ich bin nicht wirklich krank. Ich wusste es. Aber warum hast du dich krank gemeldet? Kann ich dir denn wirklich vertrauen? Na klar, ich würde doch meinen besten Freund nicht reinlegen. Naja. Ist gut, okay. Komm her. Komm noch näher. Noch näher. Ich möchte nicht mehr Rays Sidekick sein. Was? Aber warum nicht? Du kämpfst nicht mehr gegen das Böse? Doch, natürlich, aber jetzt mal ehrlich, brauchen wir denn wirklich unbedingt Captain Man? Das geht nicht. Ray ist unser Freund. Wir können doch nicht. Ich bin dabei. Was? Echt jetzt? Ja, Sir, was immer ich tun soll, ich tu's. Wieso wusstest du, dass Jasper verkabelt worden ist? Na, ich bin doch kein Idiot. Ray, ich wusste gar nicht, dass du auch hier bist im Restaurant. Gib auf, mein Junge. Du hast mich ausspioniert. Ja, und wenn du mich nicht angelogen hättest, wäre das überhaupt nicht nötig gewesen. Aber ich hab doch gar nicht gelogen. Ich hatte eine Erkältung oder sogar Grippe. Ja, na klar. Und mit einer Erkältung, da haut man sich tonnenweise den Bauch mit Chili voll. Was? Ja, ich weiß es. Das war braune Suppe. Braune... Okay. Ich wusste es doch. Es war braune Suppe. Wieso stehen wir hier unten, wenn morgen Mikyu da oben ist und wunderbare Sachen zaubert? Weil wir dämlich sind! Kommt mit, na los! Hey, Leute, Leute! Hey. Leute! Könnt ihr mir denn nicht mal zuhören? Ruhe jetzt! Ich hab den Fahrstuhl doch abgestellt, schon vergessen! Stell ihn doch wieder an, Mann! Nein, das kann ich erst, wenn das Systemupdate beendet ist! So, Männer, eine halbe Meile haben wir hier noch vor uns. Ja, ja, richtig. Genauer gesagt, noch 242 Stockwerke. Wir schaffen das. Bitte nicht vergessen. Der Trick ist, wir dürfen nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Wir gehen nach oben, Jungs. Ja! Yeah!
Oh nein, ich glaube, ich muss sterben. Das überlebe ich einfach nicht. Gleich werde ich mich übergeben. Wie viele Stockwerke haben wir geschafft? 5. Und wie viele müssen wir noch? 237. Oh, ich habe ihn seit 10 Minuten nicht mehr gesehen. Schwartz! 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 Wo bist du? Schwartz! Schwartz! Hey! Okay, da ist er! Oh hey, Mann! Schwartz! Was Na, machst du da? Steh auf! Was soll das? Nach oben! Was machst du hier? Naja, einfach draufgehen. Nein, Mann, aber du wirst nein, nicht draufgehen. Na, los, steh auf! Steh auf! Wir müssen nach oben! Wir müssen weiter! Wir müssen weiter! Los, steh auf! Hoch mit dir! Na, komm schon! Wir schaffen das, mein lieber Freund! Los, steh auf! Komm, mach schon! Liebe, lebe, lache, Schwartz! Ich nimm dir ein Beispiel an mir! Ich will sofort wieder aufstehen! Steh auf! Wir sind doch ein Team, oder? Mann, du bist doch ein Team! Als Team verwirklichen wir Träume! Wir träumen! Ich weiß, wir lassen niemanden fallen! Geht's einfach nicht! Der ist mir zu schwer! Los, beeil dich! Systemupdate beendet. Oh yay, der Fahrstuhl und die Röhren funktionieren wieder. Was, echt? Wirklich? Der Fahrstuhl und die Röhren laufen wieder? Ja, und darum fahre ich jetzt rauf. Okay, bis dann. Komm mit, es geht los. Ja, und zwar schnell, bevor die Show vorbei ist. Der Letzte ist ein faules Ei. Komm schon. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Hey, hallo, hört ihr mich? Oh nein, das könnt ihr nicht machen. Das glaube ich jetzt nicht. Nicht zu fassen. Mann. Ich werde es doch niemals schaffen, 240 Stockwerke runterzurennen, bevor Henry... Augenblick mal. Ich bin unzerstörbar. Ja. Ich bin unten! Was war das denn? Das... Oh Mann, das ist dann... Ja! Ja. Was... Ja! Geht mir gut. Oh nein, hey, du bist von da oben Eine runtergesprungen. Zeit. Ich muss vor dir oben sein. Was? Ray! Und? Die Tür war abgeschlossen. Halt die Klappe. Okay. Und wir sind raus. Wow. Wir sind hier fertig. Was? Das kann nicht sein. Es ist schon vorbei. Ja, na klar, sicher, natürlich. Hey, da ist doch was übrig. Ja, da ist noch was übrig. Nein, das ist alle. Und es war sehr gut. Hey, alle Mann. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass ich nicht unter der Dampfdusche bin. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass ich nicht singe. Und es läuft auch keine Musik im... Und es läuft auch keine Musik im Hintergrund. Der Grund, weshalb ich nicht singe, ist... Ich bin nicht mehr in Swellview. Ich weiß, was ihr denkt. Ray ist weggelaufen, weil ihm das, was ihm gestern auf dem Sommermarkt passiert ist, so peinlich ist. Stimmt, ja, das genau. ist genau das, was wir denken. Deswegen bin ich nicht weg. Ich schäme mich nicht. Ich bin aus Swellview weg, weil... Ich kann mir diesmal nicht mit Schlägen und Tritten helfen. Ihr habt gesehen, was auf dem Sommermarkt passiert ist, und ich schäme mich. Ja, das ist das, was du schämst. Tja, es tut mir leid, aber... Ich kann nie wieder nach Swellview zurück. Glaubt mir, es ist für mich viel schwerer, als es für euch. Mein Frühstück ist da. Schönen Tag noch. Klick. Was sollen wir nur tun?
Stellen Sie Leute ein? Ihr Burger wird schon kalt. Sie sind toll, Hazel. Ich sehe schon, dass wir beide Freunde werden. Hazel und Ray. Hazel Danger. Ja, ich bleib einfach hier. Kurze Frage. Wieso kommt da so ein Gas aus meinem Burger? Wissen Sie noch, wie der Toddler in die Manhöhle eingedrungen ist? Nächste Frage, woher wissen Sie das eigentlich? Das ist absolut der gleiche Rauch, der uns damals eingeschläfert hat. Waren Sie da? Ich war sowas von da, Alter. Es wird langsam Zeit, mein Freund. Selbst Founder Truck. Die Küste hat Schwartz gebaut. Sie fährt ganz von selbst. Das nennt man Selbstfahren. Ich weiß, was Selbstfahrend bedeutet. Wieso bist du so wütend? Du hast mich gefesselt, bringst mich nach Swellview zurück und isst meine Pommes auf. Das ist wahr. Ja, weißt du, was noch wahr ist? Sobald wir in Swellview sind, lade ich dich ab und fahr direkt wieder zurück. Die Kellnerin war so kurz davor, mir einen Job zu geben. Die Kellnerin war ich mit einer Maske, Alter. Richtig. Und überhaupt, Hazel Danger, was war das für ein Quatsch? Na, ich wusste, dass du es warst. Du wusstest nicht ein bisschen. Ja, du warst nicht da. Was meinst du, ich war da, das weißt du doch. Oh, das ist Charlotte. Hallo? Seid ihr schon da? Das Treffen mit Frankini steht an. Ich mach da nicht mit! Ja. Wir sind fast da und, Ray freut sich schon voll. Das mach ich nicht! Ich telefoniere. Was tust du? Du hast mit deinem Mund mein Handy geschnappt und es rausgeworfen. Richtig, und das gleiche mache ich mit dir, wenn du nicht sofort wendest! Was soll ich machen? Ja. Geh mit deinem riesigen Mund von mir weg! Hallo? Hallo? Weg von mir! Was ist los mit dir, Mann? Was ist denn nun da drin? Das ist für das Meeting mit dem Bürgermeister von Neighborville, hat Keith vereinbart. Oh, nein. Was für ein Meeting? Ist das heute? Er ist nämlich als Superheld abgeworben worden. Für Neighborville. Wir warten immer noch auf den Gedächtnislöscher. Sag mir nachher, ob du ihn annimmst. Okay. Wirklich, Kit? Hör zu, ich kann das erklären, Kumpel. Und wann hast du dir überlegt, dass du mich verlässt? Ich hab nicht vor, dich zu verlassen, okay? Ich will den Job überhaupt nicht. Und was macht die Kiste denn hier? Der Bürgermeister hat 100-mal angerufen. Naja, und da dachte ich, dass er mal herkommt, sagt, was er will. Ich sag nein und das war's dann. Ja, okay, gut, von mir aus. Hören wir, was er will. Wer aus Neighborville kommt, ist doch langweilig. Neighborville braucht einen neuen Helden. Und er könnte es mit Sicherheit du sein. Langweilig ist er aber überhaupt nicht. Und nun sieh mal, ich möchte dir jetzt eine eigene Danger-Höhle zeigen. Und durch deine Mitbewohner wirst du nie einsam sein. Denn da sind deine Cheerleader. Interessiert Cheerleader. Das kann ich dir gern verraten. Kid Dangers neuer Sidekick. Hallo, Lil Dynamite! Hi, Sir. Darf ich Sie überall hin begleiten und Ihnen sagen, wie toll Sie sind? Aber furchtbar gern, na klar. Okay, wow, großartig. Ich finde Sie toll. Du hältst jetzt deine Klappe, hast du gehört? Ja, super. Ich hab eine Überraschung. Hey, sag mal, was würdest du denn von so einer Statue halten? Also das reicht, finde ich. Ja, finde ich auch. Eine Statue. Den Job solltest du annehmen, Henry. Wer ist Henry? Ach, Käse. Ich glaube, er. Wo bleibt denn bloß der Gedächtnislöscher? Ich sag nein zum Job. Ach, echt? Obwohl du dich doch mit Swellview gar nicht mehr so verbunden fühlst? Ich fühle mich mit Swellview nicht mehr verbunden? Ja, ich sehe keine Verbundenheit mehr. Ich bekomme keinen Abschluss, weil ich mich mit dem Job verbunden fühlte. Oh, meine Freunde gehen weg und ich bleib hier in Swellview, damit ich als Sidekick dieser Stadt helfen kann. Ja, genau.
Ich war so mit Helfen beschäftigt, dass ich mich vergessen habe. Du hast geschworen, diese Stadt zu verteidigen. Da war ich 13 Jahre alt. Na und? Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Wahrscheinlich, weil du Angst hast, dich hier mit mir ins Wellview langweilen zu müssen. Ja, Ray, das könnte stimmen. Und wer ist Ray? Mann! Ich denke, das ist der da. Wo ist der Gedächtnislöscher? Wie lange brauchst du noch, Schwartz? Ich bleib doch nicht Sidekick für die nächsten 30 oder 40 oder 50 Jahre, Alter. Aber so war doch der Plan. Du bist mein Sidekick und dann wirst du irgendwann Captain Man, wenn ich in Rente gehe. Ich will aber nicht Captain Man werden, okay? Ich will niemals als Captain Man rumlaufen. Das kannst du vergessen. Ich werde niemals Captain Man. Da steht er. Achtung. Dann weiß ich nicht, was du hier noch willst. Ja, da hast du recht. Was hast du vor? Kündigen. Hey, Freunde. Ich bin Henry Hart. Und ich war einmal Kid Danger. Ach, und Ray? Was ist? Ich bin größer als du. Sir, können Sie mich nach Hause fahren? Ganz schön spät. Was? Was hast du? Wie kommst du in mein Haus? Und was willst du hier? Na, ich bin misstrauisch. Weswegen? Wieso kletterst du zum Fenster rein? Weil die Haustür abgeschlossen ist und ich habe meinen Schlüssel vergessen. Du weißt genau, dass immer ein Reserveschlüssel unter der Fußmatte liegt. Sehr schönes Shirt. Wo bist du gewesen? Arbeiten. Ganz einfach arbeiten. Wirklich? Denn ich habe bei Junk & Stuff angerufen. Niemand ist drangegangen. Okay. Du willst wissen, wo ich war? Ja. Du willst die Wahrheit wissen? Ja. Ich bin Jazzmusiker. Ich erzähle das immer nur ungern, aber ich mache Jazzmusik und ich, naja, Jazzclubs haben nun mal immer nur spätabends auf. Also, da bin ich gewesen. In einem Jazzclub. Da blase ich Jazz. Auf meinem Horn. Wieso schnüffelst du mich ab? In den Nachrichten habe ich gehört, dass Captain Man und Kid Danger ein Feuer gelöscht haben in einer Sirupfabrik. Oh, ehrlich? Ja. Und dein Haar riecht nach Sirup. Tatsächlich. Ich wüsste gern, wieso. Vielleicht bist du ja Kid Danger. Was? Kid Danger? Schön wär's. Das wär ein Knaller. Ich mein, ja. Und dann bist du wohl Beyoncé. Henry. Okay. Es ist wirklich wichtig, was ich dir jetzt erzählen werde. Dass du Kid Danger bist, oder was? Halt die Klappe! Es ist... Ich bin Kid Danger. Das weiß ich schon. Ich hab's rausgefunden. Dann versprich mir einfach, dass du's ja keinem sagst. Ich versprech's. Nein, du verstehst das nicht. Ich hab ein Eid abgelegt. Nie irgendwem zu erzählen, dass ich Captain Man's Sidekick bin. Ich schwör dir, ich werd's nicht weitersagen. Danke. Ich erzähl's Jasper. Was? Nein! Was? Charlotte. Was soll ich bloß mit dir machen? Das liegt doch, glaube ich, auf der Hand. Nämlich? Gib mir einen Job. Jungs, ihr braucht mich. Erst will ich wissen, wie du den Telefonhai aufgespürt hast. Naja, ich hab mir gedacht, keiner mit normalen Zähnen zerbeißt ein Handy, stimmt's? Okay.
Ich habe also alle Zahnärzte in Swellview angerufen, bis ich einen gefunden habe, den ein Patient gebeten hat, seine sämtlichen Zähne durch Titanzähne zu ersetzen. Hätten wir Zahnärzte angerufen? Hätten sie nur telefoniert. Ich habe den Computer gehackt, so bekam ich den Namen des Typen, den habe ich dann im Internet aufgespürt. Oh, wären wir ins Internet gegangen? Was stimmt noch nicht mit uns? Charlotte? Du musst jetzt beweisen, dass du clever genug bist, um für Captain Man zu arbeiten. Ich habe den Telefonhai gefunden. Das hätte jeder geschafft. Ihr nicht. Hör zu, jetzt komm mir nicht damit. Beweise, dass du würdig bist, Charlotte. Du musst jetzt diese Gewürzgurke aus dem Glas holen, das Borg gerade mit Gewalt verschlossen hat. Wie viel Zeit gibst du ihr? Ganz genau, 5 Minuten. Deine Gewürzgurke. Das war Borgs Lieblingsglas. Warte, stellst du sie ein? Ja, ich stell sie ein. Willst du was voll Cooles sehen? Ja! Umarm mich! Vertrau mir! Hey, was gibt's? Naja, weil du ja Hausarrest hast, habe ich gedacht, ich bring dir eine Überraschung mit. Aus dem Joghurtparadies? Mhm. Oh ja, Toffee-Explosion. Danke, Charlotte. Klar doch. Und, wie läuft's auf der Arbeit? Ach, du weißt schon, ich kümmere mich um Rays E-Mails. Dann habe ich recherchiert über ein paar Verbrecher. Ja. Oh, und ich war auf Patrouille mit Ray. Du warst wo? Auf Patrouille. Du weißt doch, dass Ray manchmal in seinem Mancopter über der Stadt kreist, um zu sehen, ob alles okay ist. Dann warst du mit Ray im Mancopter? Ja. Das ist mein Job. Ich weiß. Ich bin Kid Danger. Das ist mir schon klar. Wow. Was? Wow. Was? Ich hätte nie gedacht, dass du versuchst, dir meinen Job zu schnappen. Wow, wow. Ganz ruhig, Vielfraß. Ray hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich bitte dich, denkst du wirklich, ich versuche, deinen Platz als Kid Danger einzunehmen? Nein, du hast recht. Dankeschön. Den Platz könnte nie ein Mädchen einnehmen. Was? Ein Mädchen? Oh, tut mir leid. Ich meinte eine junge Frau. Dasselbe! Warum so sauer? Ich hab doch nur gesagt, dass... Sag bye-bye, Toffee-Explosion! Oh, nein, wie, du wirst mein... Oh. Wiedersehen. Warte, gehst du jetzt einfach? Weißt du was? Bis jetzt hatte ich nicht vor, mir deinen Job zu schnappen. Aber jetzt mache ich das vielleicht. Oh, Charlotte! Oh, das Eichhörnchen frisst meine Toffee-Explosion! Okay, keiner sollte irgendwas sagen, das mich wütend macht. Hab keine Zeit, dich wütend zu machen. Oh, was ist los? Es gibt eine illegale Schweinefarm im Süden von Swellview. Illegal? Yep. Da gibt es einen wirklich bösen Schweinezüchter. Und ich werde dafür sorgen, dass er husch, husch, husch ins Gefängnis wandert. Ich werde mitkommen. Nein, Charlotte, das ist nicht nur eine Routinepatrouille. Hier geht's um echte Verbrecher. Das könnte gefährlich werden. Das weiß ich. Nimm mich mit als dein Sidekick. Du kannst nicht mein Sidekick sein. Du bist ein... Ich bin ein was? Du bist ein Commit. Gut. Schwarz, gib mir Henrys Reserve-Kaugummis. Oh, ich weiß ja nicht. Vielleicht bin ich ja nicht qualifiziert genug, um an Leute Kaugummis zu verteilen. Gib schon her! Oh. Blasen wir eine Blase. Los, gehen wir! Warte auf mich! Rauf die Röhre hoch! Deshalb haben wir die Plane gebraucht. Ähm,
Hier ist ein Taschentuch. Das ist keine Hilfe! Wieso bist du so wütend? Ist doch nur ein bisschen Schweinemist. Ich bin nicht wegen dem Schweinemist wütend. Ich bin wütend, weil mich einer meiner Freunde ein Jobdieb genannt hat. Und meint, ich kann kein Sidekick sein, weil ich ein Mädchen bin. Ich hab's verbessert in junge Frau. Dasselbe! Charlotte wollte sich deinen Job nicht schnappen. Ich war's. Er war's. Naja, ich schätze, da du auf einem Schwein geritten bist und einen Kerl niedergerungen hast, kannst du meinen Job sehr wohl machen. Danke. Aber ich will ihn ja gar nicht machen. Willst du nicht? Nein, ich will nicht hinter irgendwelchen Fieslingen herrennen und bösen Verbrechern. Will nicht kämpfen und eklig werden. Ich mache es! Schwarz! Und verzeihst du mir? Das mache ich. Nach einer Umarmung. Oh, nein, 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 bitte mach mich nicht an! Ja. Los, mein Baby. Oh, ist das schön. Ich bin unter der Dusche. Ich will von dir, dass du Captain Man und Kid Danger zerstörst. Ja, okay. Lassen Sie mich raus aus diesem Safttank und ich zerstöre Sie, wenn ich meine Hausaufgaben fertig habe. Ich lass dich da schon raus. Sobald ich dein Gehirn unter Kontrolle habe, mit Hilfe von musikalischer Gehirnwindungsverkrümmung. Musikalische Gehirnwindungsverkrümmung? Sowas gibt's nicht. Das gibt es ja wohl. Du wirst schon sehen. Spiele ich nämlich die richtige Abfolge von Akkorden, kombiniert mit der Tonart F-Moll und einem Des-Moll, unterlegt mit dem richtigen Funky Beat, wird das menschliche Gehirn geöffnet wie ein durstiger Schwamm. Und dann kann ich Befehle einpflanzen durch clevere Rap-Texte, welche aus meiner Feder stammen. Dann wollen Sie mein Gehirn unter Kontrolle bringen, indem Sie rappen? Oh, ich werde nicht rappen. Dafür habe ich einen unbekannten Hip-Hop-Künstler engagiert. Little Biggie. Ohrstöpsel. Und jetzt, Little Biggie, rap. Lass meine Texte fließen. Steh auf, na los, jetzt sei nicht so faul. Schnapp dir Captain Man und hau ihm aufs Maul. Erledige es selbst, frag kein Power Ranger. Mit nem großen Stock verprügelt dann Kid Danger. Ja, Little Girl, du kannst später gern flennen. Aber erst zerquetscht Kid Danger und Captain Man. Zerstör sie beide los, puste sie weg. Für den Super-Songwriter Dr. Minyak. Guacamole-Fan? Ich habe hier nämlich eine ziemlich unglaubliche selbstgemachte. Hey! Wenn du meine Guacamole nicht kost. No! Es geht mir gut. Leute, ich kann Hilfe brauchen. Wow, wow, Charlotte, was ist denn los mit dir? Wieso bist du... Okay, Schwarz, rede du mit ihr. Was soll das werden? Psst, ich will, dass sie denkt, ich bin tot. Oh, warte. Charlotte, nein, du musst nicht auf mich zukommen. Charlotte, komm her. Kämpf mit mir. Na los, komm zu mir. Henry? Ich schaff das. Komm her. Komm zu mir. Ja, na komm. Schnell, kill die Stromzufuhr vom Fahrstuhl. Sie ist wirklich mies drauf. Es ist schlimmer als das. Irgendwas ist dir widerfahren. Und nichts Gutes. Zumindest sind wir erstmal in Sicht. Hey, hör mal, Charlotte. Au, au, au! Charlotte, was ist mit dir nur? Oh, shit. Nein, nicht sauer werden. Wollen wir uns ein Eis kaufen und...
Charlotte, du hörst mir jetzt gefälligst zu. Oder wir bereden das morgen. Weißt du was? Ich schicke dir eine SMS. Schwarz, runter mit der Röhre. Warte, was machst du? Ich habe die Röhre mit neuralen Neutralisierungspartikeln gefüllt. Sie kann sich nicht bewegen? Nein. Kit, geht's dir gut? Ja, ich brauche einfach nur Knob. Und jetzt spiel ihn rückwärts. Rückwärts? Charlotte, alles okay? Ja. Oh, ist ja gut. Wir haben dich. Na komm schon, komm schon. Drauf. Alles schön vorsichtig, ein Fuß vor den anderen. Wie geht's dir, Charlotte? Naja, irgendwie gut. Und mir ist schlecht. Toll, dann erzähl mal was über dein Projekt. Nein, lieber nicht. Na schön, willst du uns dein Gizmo dann lieber vorführen? Ja, okay. Klar, ich meine, was sollte sie sonst tun? Es nicht vorführen? Gut gemacht. Okay, Charlotte, was kann deine Erfindung denn? Ich fange wohl am besten damit an, dass ich meine Maschine anmache. Und dazu muss ich erst diesen Knopf drücken. Nein, ich muss ziehen und zwar... Nein, eigentlich muss ich nur an diesem Knopf drehen. Und als nächstes da... Auf den Screen! Dann tippe ich auf den Screen. Da drüben? Grundgütiger, hat deine Maschine gerade diesen Jungen von da nach dort transportiert? Ja, offenbar ja. Aber wir sollten diesen Wettbewerb sofort stoppen. Denn Charlottes Erfindung ist nicht nur die beste Erfindung unserer Show. Das ist die beeindruckendste Erfindung in der gesamten Menschheitsgeschichte. Nein, so toll ist es auch nicht. Guckt euch diesen Pancake-Wender an. Ich wünschte, mir wäre sowas eingefallen. Du machst Witze, hä? Charlotte, du hast die Teleportation erfunden. Dank deiner Erfindung werden keine Autos mehr gebraucht, keine Flugzeuge, Schiffe. Damit entlastest du unser gesamtes Ökosystem. Charlotte, du wirst die berühmteste Persönlichkeit des ganzen Planeten. Sag der Regierung Bescheid. Ruf das Fernsehen. Sie wird einen Nobelpreis gewinnen. All die Menschen da glauben, ich wäre sowas wie ein Wissenschaftsgenie und hätte die allerwichtigste Erfindung in der Geschichte der Menschheit gemacht. Ich kann nur wiederholen, gern geschehen. Oh, und was wird passieren, wenn Sie alles über mich wissen wollen? Sie erfahren, dass ich einen Job bei Junk & Stuff habe? Dann kommen lauter Reporter, fangen an rumzuschnüffeln und wollen mich interviewen? Und über kurz oder lang werden die rausbekommen, dass dort das Hauptquartier von Kid Danger und Captain Man ist. Oh Mann. Sie hat recht, das ist ein Problem. Wir müssen es aus dem Weg schaffen. Und wie? Alle Welt hat gesehen, wie das Ding funktioniert. Verzeihung. Darf ich vorstellen, das ist Senator Jack Rothwell. Er möchte mit dir ein wenig über deine Erfindung reden. Keinen Schritt weiter! Nicht doch!
Mensch! Na schön, Penner! Du wanderst jetzt ins... Gefängnis! Nein, Gefängnis finde ich blöd! Oh, mein Projekt! Es ist kaputt! Kannst du es reparieren? Reparieren ist nicht möglich. Aber du hast doch noch die Pläne, da bin ich mir sicher. Du kannst es nochmal bauen. Nein, meine Pläne sind verschwunden. Aber du weißt doch bestimmt noch, was du gemacht hast. Ja, und so kannst du dein Gerät nochmal nachbauen, damit mein Gedächtnis ist miserabel. Aber du kannst möglicherweise... Wo willst du? Aber... Nein! Warte, Charlotte, hilf uns! Ich brauche keine Hilfe, mir geht's gut! Oh Mann, was ist hier denn passiert? Wir haben den Zuckerwatteautomat eingeschaltet und kriegen ihn nicht mehr aus. Wow, wie viel Wattezucker hast du denn da reingemacht? Diese zwei Behälter. Und noch 8, glaube ich. Oh, Jasper, wieso hast du... Okay, mach dir mal keine Sorgen. Und warum nicht? Weil das vielleicht irgendwann wieder aufhört. Oh, und dann was? Dann fegen wir alles zusammen. Die ganze Zuckerwatte. Fegen sie raus vor die Tür. Dort schnappen wir uns einen Schlauch, besprühen die Zuckerwatte mit Wasser und spülen sie einfach weg. Hey! Und wisst ihr, was wir in der Zwischenzeit machen? Nein, Nein Peter, was denn? Wow! Yeah! Ist ein gutes Argument. Ist echt Arbeit, 1000 Pfund Zuckerwatte zu schleppen. Weißt du, wodurch es das nächste Mal leichter wird? Wodurch? Wenn du nicht 10 Behälter Wattezucker auf einmal in den Zuckerwatteautomaten kippst. Weißt du was? Kritik üben kann jeder. Ja, aber ich hab's echt gut drauf. Na dann, ich schnapp mir den Rest Zuckerwatte da drüben und du nimmst dir diesen Haufen vor. Na dann, Haufen. Ja. Was? Ich hab da was gefühlt. Ein Tier, da muss ein Tier drin sein. Ein Tier, Jasper. Piper? Oh mein Gott. Was ist mit dir los? Ich fürchte, sie ist in einem Zuckerwatte-Koma. Ich liebe das. Hey, das ist der Helikopter, den Ray gemietet hat. Oh ja, lass uns winken. Hi. Leute. Hey, hier unten. Hey, hier. Seht ihr uns? Los aus dem Sitz. Ich will an. Ja, Mann, du bist das Gerät. Du verstanden. Okay, alles gut. Alles okay. Er ist unzerstörbar. Es ist kein Problem, dass er da gerade rausgeflogen ist. Hey, haben Ray und Henry irgendwas aus dem Helikopter rausgeworfen? Ja, sieht aus wie eine Captain Man Actionfigur. Oh, ja, richtig. Warte. Hörst du auch was? Ja. Hört sich an wie... Oh, das ist keine Actionfigur. Oh mein Gott, das ist Ray. Warte. Was? Ich denke, er landet auf der Zuckerwatte. Oh ja, das tut er. Ja, das ist perfekt. Ich weiß, was für ein glücklicher Zufall. Oh, er wird gleich landen. Komm schon, Ray. Es geht mir gut. Lass das bitte. Das sieht albern aus, echt. Aber ich will cool aussehen. Die Mädchen sollen mich liken, weil ich cool bin.
Wie wär's dann mit einem ganz natürlichen, normalen Lächeln? KK. So besser? Ja, klar. Hey. Was ist? Das rote Licht blinkt. Weißt du, wieso? Welches rote? Oh, oh. Los, weg da. Was ist passiert? Jemand hat die Manhöhle auf Stufe 2 abgeriegelt. Oh nein. Was denn, auf Stufe 2? Aha. Und was bedeutet das? Ich fass es nicht. Bin ich hier die Einzige, die die Firmencodes überhaupt kennt? Ich denk schon. Wenn es in der Manhöhle Probleme gibt und man nicht will, dass jemand rein oder rausgeht, dann tritt die Abriegelung Stufe 2 in Kraft. Oh nein! Nein. Das ist Toddler! Wie hat's der Toddler in die Captain Manhöhle geschafft? Ich sehe das zum ersten Mal, genau wie du. Mit den beiden stimmt was nicht. Was ist denn mit den beiden? Ich sehe das zum ersten Mal genauso wie du. Hey, ich hab dir doch gesagt, wenn auf Stufe 2 abgeriegelt wurde, fährt der Fahrstuhl nicht. Aber ich bin nervös und ich muss meinen Finger beschäftigen. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, dann hilf mir, das Ding von der Wand zu kriegen. Aber warum? Was soll uns das bringen? Oh. Wenn das Ding hier weg ist, dann können wir in den Luftschacht klettern und gelangen in die Captain Man-Höhle und könnten den beiden helfen. Henry! Das ist Piper. Ja, wir müssen sie loswerden. Hey, Piper! Wir haben gerade da hinten geputzt und... Die Zähne geputzt. Hey, dass ihr geputzt habt, ist doch völlig egal. Ich will jetzt gleich zu Henry. Oh, wieso denn? Naja, auf meinem Handy hat er mir vorhin so eine Gesichtserkennung eingerichtet, so ein Quatsch. Oh ja, das ist eine coole Funktion. Ist das nicht? Oh, manche mögen sie nicht. Sie reagiert nur auf meinen dämlichen Bruder und ohne ihn kann ich mein Handy nicht entsperren. Dann warte doch bis heute Abend, wenn er wieder da ist. Henry soll angeblich hier arbeiten, aber jedes Mal, wenn ich herkomme, ist er gerade nicht da. Und weiter? Wo ist denn Henry jetzt? Charlotte, wo ist Henry nochmal hingegangen? Er steckt auf dem Klo fest. Er steckt auf dem Klo fest. Gehen wir. Halt! Wo geht ihr hin? Wir gehen zu Henry. Ja, wir klettern durch den Luftschacht, weil wir nämlich dadurch ins Badezimmer kommen und ihm helfen können. Und ich werde mitkommen und... Nein, das wirst du nicht. Keine gute Idee. Wieso denn nicht? Naja, weil er ist doch nackt. Aber warum ist er nackt, wenn er aufs Klo geht, Jasper? Ja, genau. Warum denn? Was? Ihr zwei wisst nicht, dass Jungs nackt pinkeln? Oh. Nein, wusste ich nicht. Also du passt auf den Laden auf. Nein, vergiss es. Ich weiß doch überhaupt nicht, was hier... Bis dann. Warum pinkelt er nackt? Okay. Weißt du auch genau, dass der Schacht zur Manhöhle führt? Naja, also ich denke schon. Bereit? Ja, tu so, als wenn ich ein Boogieboard wäre. Okay. 1, 2. Zu viel Boogie! Hey, was ist das für ein Krach? Wir sind da. Hey, kann ich bitte auch mal was sagen? Gut, ja, was willst du denn sagen? Du kannst da nicht hingehen. Wieso nicht? Na, ganz einfach, weil ich da immer mitmache. Du? Ja,
In den letzten 3 Jahren habe ich immer gewonnen. Und wenn ich diesmal auch gewinne, dann bin ich die Erste in Swellview, die da 4-mal gewonnen hat. Ach, Charlotte. Charlotte, Charlotte, Charlotte. Denkst du auch mal an andere oder immer nur an dich? Was? Ich will die eine Chance. Und die will er wirklich. Wir zwei sind doch befreundet und da gönnst du mir nicht den sonnigen Moment, Dr. Mignac zu besiegen? Nur einen sonnigen Moment. Aber der Berufsberater in der Schule hat zu mir gesagt, dass es gut für mich wäre, wenn ich da... Siehst du, für dich wär's gut. Genau, für dich wär's gut. Muss ich denn immer alles nur um dich drehen, Charlotte? Okay, verstehe. Entschuldige. Lieb von dir. Hey, Mignac. Ihr habt aber lange gebraucht. Gut, also ich nehme die Herausforderung an. Und worum geht es dabei? Gut aufpassen, okay? Wer von uns beiden verliert bei diesem Buchstabierwettbewerb, der muss auf einem Kinderdreirad fahren. Und zwar direkt nach Kalifornien und wieder zurück. Oh, okay, dann sag ich der Wettkampfleitung, dass ich diesmal nicht teilnehmen werde. Nein, lass das, Charlotte. Warum? Soll ich jetzt etwa doch gewinnen? Oh nein. Du sollst verlieren mit Absicht, damit ich gewinne. Okay. Und du achtest bitte darauf, dass Mignac nicht trickst. Er wird's versuchen. Moment, Augenblick mal. Du kannst doch gar nicht buchstabieren. Wie willst du gewinnen? Indem ich trickse. Und das kann er gut. P-U-R-I-T-A-N-E-R. Und das war das Wort Puritaner. Ich hoffe, Sie sind mit mir zufrieden. Chrysanthemumus. Ja! N-A-C-H. Und nun sind nur noch unsere 3 feinen, gefühlvollen, finalistischen Finalisten da. Okay, das nächste Wort, das buchstabiert werden soll, ist Prägnanz. Prägnanz? Gut, kein Problem. Ich glaube, Prägnanz schreibt sich, Okay, ich schaff das. Tja, Prägnanz, ganz einfach. Das fängt an mit P. Richtig? Dicht gefolgt von einem R. Dann Wie geht's jetzt weiter? Na los! Dann würde ich sagen G. N oder A? Nur 2 Buchstaben fehlen noch! Hey! Das darf sie nicht verraten! Ich gestatte es. Und die letzten 2 von Prägnanz sind... Und ein W. Was? Ach nein! Das glaube ich nicht. Falsch! Sie sind Captain Falsch! Also, wenn du Prägnanz richtig buchstabieren kannst, dann gewinnst du. P-R-E-G-N-A-N-Z. Prägnanz. Korrekt! Sind wir soweit?
Ja, sind wir denn überhaupt schon verbunden? Wieso dauert das denn so lange? Es war viel schwieriger, als ich dachte, die Anzüge so zu modifizieren, dass sie die Signale von den Anzügen der beiden empfangen. Wie funktioniert das? Es hat überhaupt keinen Zweck, dir das zu erklären, weil nur Charlotte das verstehen würde. Hey, nur sie ist schlau, meinst du? Ja. Ja, du hast recht. Hey, wenn das funktioniert, dann seid ihr beide in der Lage, Captain Man und Guy zu kontrollieren. Genau auf die gleiche Art wie den Bären und das haarige Monster. Ja, das ist richtig. Verstehe. Und gleich werden wir zu Bartsch geschickt. Und dann muss der Typ das Handtuch werfen. Wenn wir da sind, bringst du den Spruch nochmal an. Da passiert was. Das ist ja so cool. Wow, wir sind ja ein und derselbe. Jetzt mal nicht übertreiben, ja? Komm. Ist das blöd, dass ich jetzt pinkeln muss? Ja, es ist sehr blöd. Dann vergiss es. Achtung, zugreifen. Okay. Wahnsinn. Mann, ist ja irre. Verrückt. Die Kampfanzüge machen einen super stark, oder? Ja. Was hast du vor? Oh, das war ja echt super. Also, Ray und Henry sind gleich im Waschsalon. Ja, wir können durch die Kameras in ihren Masken alles sehen. Charlotte, bring mich rüber. Ich will sehen, ob Bartsch da ist. Okay. Ich habe alles zertrümmert, aber ich konnte keine Handtücher finden. Ja, ich sehe Bartsch. Wow, er spricht ja wirklich mit einem Handtuch. Ja, eure Trockenheit. Ray, sieh dir das an. Jasper, Attacke! Das war nicht der Plan! Ist der King zu sprechen, Alter? Ihr seid doch vollgesprüht worden. Wieso könnt ihr euch bewegen? Das soll nicht dein Problem sein, Bargeline. Ja, aber eine Sache wird jetzt doch dein Problem sein. Unsere Fäuste! Okay. Oh, sorry! Nein, du läufst gegen die Tür! Dreh dich um! Ja, ich versuch's. Und jetzt treten. Er steht genau vor dir. Du liegst auf dem Boden. Los, steh auf. Schrei mich nicht so an. Hey, er ist rechts von dir. Wo sind sie denn hin? Charlotte, erledigst du das für mich? Das andere rechts. Captain Man, ich brauch Hilfe. Ja. Wieso schlagen wir denn auf eine Waschmaschine ein? Ja. In Videospielen sind da manchmal Mützen drin. Das hier ist aber kein Videospiel. Oh, seht euch das an. Und was machen wir jetzt? Du fühlst dich als Sieger, hä? Aber ich sprühe vor Energie. Na und? Mach ihn fertig! Jasper, was soll der Unsinn? Tut mir leid. Ich brauche Hilfe. Ich gebe mir ja Mühe, aber es funktioniert nicht. Hey, Captain, ich brauche Hilfe. Was mache ich jetzt? Jetzt greift ihr schnell die Schlabbersprühflasche und sprüht Bartsch ins Gesicht. Gib sie auf. Gib sie auf. Gib die Flasche auf. Versuche ich ja. Was ist los mit dir? Ja, geschafft. Toll, dann geh jetzt rüber und besprüh Bartsch damit. Okay. Das ist für dich. Gut gemacht. Ein Siegertanz. Nein. Hey. Henry. Was? Ah! Gib mir meine Freundin zurück. Nein. Halt. Nein. Das wird sicher nicht helfen. Und was machen wir dann? Holt mich auf die Lüftung. Aber wie? Ich flippe aus. Okay. Wir müssen uns abregen und mit der Tatsache leben, dass Charlotte in ein schwarzes Loch-Dings eingesaugt wurde. Ja, und ich nichts anderes weiß, als draufzuschlagen. Okay, wir müssen sie aus dem Ding holen. Ja, holt mich aus dem Ding raus!
Na gut, ich weiß nicht wie, aber ich werde mir was einfallen lassen, okay? Wehe, wenn nicht! Ich hab's jetzt schon satt, hier drin zu stecken! Ich würde zu gern mal wissen, was hier los ist. Leute, hört auf, euch an mich ranzuschleichen. Hast du gerade mit dem Staubsauger gesprochen? Nein, nein. Könnt ihr mich nicht hören? Soll ich lauter reden? Nein! Henry, was geht hier vor sich? Naja, wisst ihr, ich habe gerade mit dem Staubsauger Staub gesaugt. Das ist nicht unser Staubsauger. Was hast du mit unserem gemacht? Nichts, der hier ist nur... Und wieso kann er reden? Hallo! Oh, mein Gott! In dem Staubsauger spukt es! Ja, yeah, so ist es. Da ist ein Geist. In da. Diesem Staubsauger. Ich bin genauso überrascht. So überrascht. Geister gibt es gar nicht. Was passiert denn da draußen? Ich hab's euch gesagt. Okay, Geist. Henrys Mom, Dad und Schwester haben rausgefunden, dass du hier bist. Aha. Im Staubsauger? Aha. Als Geist. Aha. Euer Ernst? Sie wissen jetzt, dass du ein Geist bist. Im Staubsauger, denn das ist die einzig mögliche Erklärung für das, was hier los ist. Ich bin ein Geist. Ich will, dass der spukende Staubsauger verschwindet. Ich werde ihn von der New Jandy-Brücke werfen. Ja, nein. Dann verbrennen wir ihn. Nein, nicht verbrennen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Jetzt verbrennen wir ihn auf alle Fälle. Hey, was geht ab? So einiges. Gut geschlafen? Oh, fantastisch! Aber habe ich hier vielleicht irgendwas verpasst? Du hast gegen Höhlenmänner geschlafkämpft. Gut gemacht. Ich habe gegen Höhlenmänner geschlafkämpft? Und du hast Spanisch gesprochen. Ray hat dir was an die Brust gehängt. Hm? Nicht übel. Das ist der größte Moment meines ganzen Lebens. Okay, aber du solltest vielleicht auch noch wissen, dass in diesem Moment alle Männhüllen unter uns explodieren. Und ich explodiere vor Freude. Wo sind Ray und Henry? Fliegen jede Sekunde ein. Hier? Nope. Bring die Drohne in die Luft, Jasper. Ich will Ray und Henry so schnell wie möglich sehen. Hey, klar, pass du auf, dass nicht noch mehr Männhüllen explodieren. Das war schon wieder eine. Piper, wo sind die Jungs? Die Flughörnchen sind in der Luft. Ich hau ab. Verstanden. Ray, Henry, habt ihr Sichtkontakt zu Drax? Ja, ich sehe den Zeppelin. Und meine Faust erreicht ihn in 10 Sekunden. Jasper, wieso ist die Mandrohne noch nicht beim Zeppelin? Da fliegt viel zu viel rum. All die Flugzeuge von einer Nacht im Himmel irritieren. Schwartz, kannst du die Maschinen weglotsen? Ich muss nur das Flugüberwachungssystem von Svelview hacken. Und schon ist er es. Oh.